Mein Name ist Jan Engelmann. Ich darf Sie im Namen der sämtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier ganz herzlich begrüßen zur mittlerweile dritten Ausgabe unserer Reihe ABC des freien Wissens unter dem Titel Crowdrock. Wie in dieser Reihe üblich, werden wir also versuchen, interessante Menschen hier in ein Gespräch zu bringen, interessante Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, die quasi auch Themen im Umfeld freier Kultur, freier Wissensproduktion abtasten werden. Und Sie haben selbstverständlich Gelegenheit, sich in die Diskussion zu involvieren, genauso wie die berühmten Leute draußen im Lande, die über den Hashtag WMDE-Salon ebenfalls teilnehmen können. Crowdrock, das ist, glaube ich, ein etwas erklärungsbedürftiger Titel, deswegen möchte ich noch ein paar Sätze dazu sagen. Das ist im Grunde genommen unsere Chiffre, die wir gewählt haben, um den Umbruch zu markieren, der sich seit circa 2 Jahrzehnten oder vielleicht könnte man sagen 15 Jahren im Bereich im Musikgeschäft vollzieht, nämlich die Umstellung auf digitale Produktions- und Distributionsweisen, die mit dem Internet ihr kongeniales medientechnologisches Umfeld gefunden haben. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass es so scheint, als hätte die alte Leitidee vom vereinzelten Schöpfergenie, was quasi abgeschottete, geschlossene Werke produziert, in einer gewissen Form abgewirtschaftet. Denn wenn wir heute von musikalischer Wertschöpfung sprechen, darüber diskutieren, dann tun wir das ganz explizit auf einer digitalen Basis und im digitalen Umfeld, müssten also streng genommen statt von Werken immer auch von Netzwerken sprechen. Musik allein, so sagt es der Musiktheoretiker Johannes Kreidler, gibt es nicht. Als Komponist steht man in Zusammenhängen. Und tatsächlich, Musikschaffende stehen immer inmitten einer Menge von Musiken, die vor oder während ihres eigenen Schaffens entstanden sind und es grundieren, es mitbeeinflussen. Sie stehen genreübergreifend, aber auch zunehmend in Kontakt mit einer diffusen Crowd von Leuten, die Material neu arrangieren möchte, die remixen möchte, eben die Dinge in einen neuen Zusammenhang stellen möchte. Und spätestens an diesem Punkt wird es kritisch, denn dann tritt man als Musiker in einen eher fachfremden Zusammenhang ein, nämlich die Reglementierungen für künstlerische Produktion und Weitergabe, die durch das Urheberrecht gesetzt werden. Regeln zu zulässigen Übernahmen selbst kleinster Tonfolgen, höchstrichterliche Grenzvermessungen zwischen Zitat und Plagiat, juristische Streitigkeiten über Streamings auf Blogs stehen auf der Tagesordnung und deuten an, dass der Musikmarkt gut daran täte, auch diese juristischen Felsen, eben Rocks, allmählich zur Seite zu räumen. Damit auch in Zukunft professionelle Urheber ihr Auskommen finden und die sogenannten Prosumer, also die enthusiastischen, fantasievollen Amateure, gefahrlos Bearbeitung von vorgefundenem Material vornehmen können. In diesem Zusammenhang hatten wir uns überlegt, wie wir den Abend beginnen wollen. Es gibt nämlich von dem von mir bereits erwähnten Johannes Kreidler eine recht bekannte Kunstaktion aus dem Jahr 2008 namens Product Placements, die es damals darauf angelegt hat, das gegenwärtige System der Rechtewahrnehmung der GEMA zu subvertieren, zu überfordern im Grunde genommen. Und wir möchten, bevor ich mich auch kurz mit Johannes Kreidler darüber unterhalten möchte, noch mal kurz diese Aktion in Erinnerung rufen, in einem circa 7-minütigen Ausschnitt. Dann geht es dann hier später auf dem Podium mit einer erweiterten Menge an Menschen weiter. Also erstmal noch die Arbeit Product Placements von Johannes Kreidler. Mit Johannes Kreidler, herzlich willkommen. Erstmal Kompliment, du bist in 6 Jahren kaum gealtert, also nicht gealtert. Ich glaube auch die ganze Aktion als solche ist nicht gealtert, weil sich das sehr, glaube ich, sehr schnell vermittelt, was du da adressieren wolltest, so eine gewisse Form der Überforderung, die man hat, um seine Werke sozusagen normgerecht bei der GEMA anzumelden.
Ich glaube, viele Leute hier im Raum kennen auch die Arbeit. Sie war viral, glaube ich, schnell verbreitet. Es gab eine unglaubliche Presseresonanz. Was ich selbst nicht weiß und vielleicht auch viele im Raum nicht wissen, wie ist es eigentlich weitergegangen? Also hast du dieses 33-sekündige Werk am Schluss angemeldet bekommen? Hat die GEMA dir gesagt, nee, komm, lass stecken, wir lassen das jetzt mal in der juristischen Grauzone? Wie ging das weiter? Genau so war es am Ende. Das Stück ist nach wie vor in der Grauzone. Man hat dann gesagt, Gottes Namen, wir nehmen das jetzt auf, aber die Formulare, die lassen wir beiseite. Was nicht geht, eigentlich gemäß der Statuten. Letztendlich, es kann auch nicht darum gehen, dass die 70.000 Formulare abarbeiten, die stehen ja nur stellvertretend, sondern durch das System muss sich ändern. Und ich habe an sich schon damals die Hoffnung verbunden, und tue es auch jetzt eigentlich noch, dass sich was ändert, weil es muss sich ändern. Sozusagen diesen Druck, den ich da hatte, mal in einem Stück so exemplarisch gemacht habe, der Druck, der besteht ja real durch die technologische Situation und durch die Nutzung von Technologien heutzutage. Aber es zieht sich doch noch ganz schön. Andererseits ist natürlich auch sehr viel Wasser die Spree runtergelaufen. Also muss ein bisschen verstehen, dass 2008 war in der Öffentlichkeit die Diskussion um Urheberrecht noch bei weitem nicht so stark schon geführt, wie das seitdem dann der Fall war. Seitdem gab es all diese Geschichten mit von Gutten zu Gutenberg und mit Helene Hegemann und was Gott was und Moses Pelham und Kraftwerk, so Zeug, das war alles damals noch überhaupt nicht so präsent. Insofern war das damals erstmal der Impuls, als Künstler mal was sowas halt anzustoßen. Ja, insofern ist es auch ein Verdienst von dir, das ein bisschen in den Mainstream auch rübergeleitet zu haben, also in einer auch intelligenteren Form, als es Sven Regener getan hat beispielsweise. Aber es ist dann in dem Teil des Videos, den wir nicht gezeigt haben, noch so, dass du quasi der GEMA ein Gesprächsangebot unterbreitest. Da kommen dann sehr seltsame Aussagen von Seiten der Verantwortlichen, da geht es plötzlich um Pflaumenkuchen, man weiß gar nicht so warum, das ist eine recht skurrile Situation. Aber wie du jetzt schon angedeutet hast, also im Grunde genommen ist dein sozusagen künstlich aufgebauter Präzedenzfall, hat eigentlich in der Institution GEMA keine weitreichenden Folgen irgendwie hinterlassen. Na gut, so Folgen, das ist halt immer ein bisschen schwer dann festzumachen, was für einen Erfolg hat irgendwie eine politische Kunstaktion. Das ist irgendwie immer nicht so leicht nachweisbar. Erstmal versickert das halt irgendwie, wenn so der Hype irgendwie ein bisschen vorbeigeht. Aber ich denke ja schon, an sowas erinnert man sich, sowas ist dann mal passiert. Und das ergänzt sich ja, ich meine genauso bei demokratischen Wahlen zählt jede einzelne Stimme. Und so verstehe ich eigentlich Kunst grundsätzlich. Und was es dann wirklich für Effekte hat, das ist dann nicht mehr so leicht nachweisbar. Natürlich so im Großen und Ganzen, wenn man das jetzt so beobachtet, sieht es erstmal noch nicht so doll aus. Eigentlich leider ist es noch genauso aktuell wie vor 6 Jahren. Es gibt ja zum Beispiel mittlerweile Konkurrenz für die GEMA durch eine andere Verwertungsgesellschaft. Darüber wird man später noch kommen. Das sind alles so Sachen, zu dem ich da auch einen Beitrag vielleicht gebracht habe, so würde ich das sehen. Die medialen Reaktionen lassen sich heute noch nachlesen auf deiner Website. Wie sah es denn aus mit den Reaktionen eher aus dem Kollegenkreis? Also mit Kollegen meine ich Leute, die im akademischen Raum Musiktheorie vermitteln oder Leute, die komponieren. Was hielten die so grosso modo von der Aktion? Waren die Reaktionen gespalten oder? Da ist es natürlich sehr gespalten. Da gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, aber ich lebe irgendwie von Tantiemen und sowas. Das geht natürlich auch durch Generationen, das geht dann auch durch die Struktur der GEMA. Da gibt es, ja, wer das ein bisschen näher weiß, die Hierarchie bei der GEMA, da gibt es die ordentlichen Mitglieder und die außerordentlichen Mitglieder. Die ordentlichen sind die, die halt mit diesem System doch ganz gut verdienen. Und die außerordentlichen, die, ich habe nicht genauen Zahlen im Kopf, aber ungefähr 95% ausmachen, sind aber die praktisch kein Stimmrecht haben und halt nur das Kleinvieh sind, die zwar Mist machen, aber vom Kuchen dann recht wenig bekommen. Und jetzt meinen Kollegen, ja, da stieß es wirklich sehr auf die geteilten Meinungen, aber das ist dann auch wieder Teil der Kunst, nun mal gerade diese Punkte zu finden, wo sich die Geister scheiden und das halt mal da
das mal darzustellen, mindestens. Ja. Vorerst letzte Frage an dich. Was würdest du dir persönlich wünschen, was die Rahmenbedingungen für Musikschaffende angeht? Also du hast jetzt hier quasi den Speaker's Corner für auch Politik, ja, was die tun, ja, könnte. Na gut, es gibt gewiss nicht die Lösung, die alle befriedigt für diese Probleme. Ich fand die Idee eigentlich von der Kulturflatrate, die damals noch mehr diskutiert wurde als heute, fand ich nicht unsympathisch. Aber das scheint schon wieder etwas, wieder das Interesse verloren zu haben. Oder auch die Lobby. Ich weiß es nicht. Die perfekte Lösung, da gibt es halt nicht. Wir wissen erstmal nur, dass sich irgendwie was ändern muss. Und da müssen wir halt alle drüber nachdenken. Creative Commons ist natürlich schon einigermaßen logisch eigentlich mit den heutigen Verhältnissen, darüber wird wahrscheinlich später noch gesprochen werden, aber auch nicht, hat nicht die Lösung, mit der man es allen recht machen kann. Ich finde ja eigentlich, wenn ich jetzt mal wirklich ein Ideal, was wahrscheinlich unrealisierbar ist, wenn ich ein Ideal hätte, wäre das, also erstmal sowieso, es gibt ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann wäre eh schon mal manches oder vieles anders und, glaube ich, besser in dieser Welt. Und wenn Künstler für ihre Arbeit bezahlt werden, wenn es irgendwie möglich ist, dass, wenn man eine Arbeit macht, dass man arbeitet man ein halbes Jahr lang dran und kriegt dafür halt irgendwie dieses halbe Jahr bezahlt. Und nicht, dass man dann von diesem Produkt, wenn man das dann halt dann in die Welt setzt, dass man dann die Hand aufhält und schaut, wer hat jetzt wieder draufgeklickt und das bis 70 Jahre nach dem Tod. Ja? Das ist ja das Urheberrecht, dass noch die Erben bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers dann ständig auf der Welt rumgucken, beziehungsweise die Rechtsanwälte oder die Verlage und sowas. Wer hat da jetzt draufgeklickt und wo könnte man irgendwie da eine Einnahme dafür kriegen? Das finde ich irgendwie sehr auf verschiedenen Ebenen eigentlich unsinnig, jedenfalls nicht wünschenswert. Also es müsste ein Modell geben, mit dem man eigentlich für die konkrete Arbeit bezahlt wird. Also G wie Grundeinkommen, ich nehme das mal auf für die zukünftigen Ausgaben dieser Reihe. Die erstmal ganz herzlichen Dank. Ich glaube, du bleibst auch noch da. Ihr könnt euch auch gerne mit Johannes, denke ich, nachher unterhalten. Ganz herzlichen Dank. So. Jetzt geht es darum, dass ich an den eigentlichen Host des heutigen Abends übergebe. Das ist nämlich Andrea Götzke. Die macht so viel, dass ich mich jetzt auf ein paar Hashtags irgendwie beschränke. Kuratiert unter anderem die Plattform All Together Now. Da geht es um den Diskurs über sozusagen Strategien auch für den Musikmarkt. Ein wichtiger Projektpartner ist auch Musicpool Berlin. Da wird ein richtiges Beratungs- und Qualifizierungsangebot vorgehalten. Du moderierst für Reboot FM und bist nicht zuletzt bei New Thinking zuständig für Events im Bereich Open Source, im Bereich freie Kultur. Und jetzt sollte es euch nicht mehr verwundern, dass wir Andrea gebeten haben, diesen Abend zu moderieren, weiter zu moderieren. Und sie wird auch die Runde gleich vorstellen. Herzlichen Dank. Ja, danke schön. Ich würde die Panelisten schon mal auf die Bühne bitten, dass die hier schon sitzen, wenn ich über sie spreche. Okay. Einer fehlt noch, aber der ist schon im Anmarsch. Gut, ja, ich denke, das war schon eine gute Einführung, an der wir direkt anknüpfen können, nämlich wie könnte es weitergehen mit der Organisation von der Nutzung von Musik, mit Rechteverwertung, mit Urheberrecht, mit den ganzen Fragen, die sich darum ranken. Da haben wir hier drei tolle Leute zu auf dem Podium sitzen, die alle so ein bisschen unterschiedlichen Ansatz haben, glaube ich. Also ich würde euch jetzt mal der Reihe nach vorstellen. Die Infos habe ich so mir aus dem Netz gesucht. Von daher, falls ich irgendwas Falsches sage, könnt ihr mich gern nachher korrigieren. Ich fange mal an mit Danny Bruder, sitzt da in der Mitte, ist Musiker. Du bist Teil vom Künstlerkollektiv PPAC und betreibst damit auch das Label PPAC Records.
Du trittst schon lange für freie Musik ein, veröffentlichst deine Musik auch unter Creative Commons Lizenzen und bist schon lange aus der GEMA ausgetreten und bist Gründungsmitglied und aktiv in der Etablierung der neuen Verwertungsgesellschaft C3S, Cultural Commons Collecting Society, wozu ich dich gleich auch eine Menge gerne fragen würde. Dann haben wir Christian von Borries ganz auf der gegenüberliegenden Seite. Du bist Musiker, Filmemacher und Konzeptkünstler und trittst für die komplette Abschaffung des Urheberrechts ein. Warst mal Soloflötist am Opernhaus in Zürich, laut der Wikipedia. Und hast verschiedene Musikprojekte gemacht, in denen es, also wie ich es jetzt mal zusammenfassen würde, um die Kontextualisierung und Neuinterpretation von Musik geht. Du arbeitest da viel mit Samples und Einbau von Aufnahmen in Live-Kontexte und so weiter. Und hast einen neuen Film, der iPhone China heißt. Dann Ole Möller, du bist Veranstalter, sitzt direkt neben mir, Clubbetreiber und Vorsitzender der Clubkommission und politischer Sprecher der LiveCom, also des Verbandes der Musikspielstätten in Deutschland. Und bist praktisch dadurch von der anderen Seite, schaust du auf oder unterhältst du dich mit der GEMA und beschäftigst dich mit Verwertung von Musik. Ist korrekt, ich würde nur ein Wort einfügen, Ex-Clubbetreiber. Ex-Clubbetreiber, habe ich sogar hier stehen, ja. Ich würde jetzt vielleicht einmal mit euch eine kurze Runde machen, wo ihr nochmal was korrigieren könnt, falls ich was Falsches gesagt habe und zu euren Projekten, die hiermit im Zusammenhang stehen, was sagen könnt. Ich fange mal mit Danny an. Mich interessiert hier jetzt vor allen Dingen erstmal die C3S. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was das ist für die Leute, die das nicht wissen und was der aktuelle Stand ist. Ja, also die C3S wurde mehr oder weniger ins Leben gerufen im Jahr 2009, 2010. Das war ja damals die Zeit, als die Popcom ausgefallen ist wegen der bösen Downloader und die All Together Now sich zusammengetan hat, um eine alternative Musikmesse zu veranstalten. Und ich war damals gerade unterwegs, weil ich ja aus der GEMA schon raus war seit 2006 und selber ein Projekt hatte namens Copycan, was übrigens eigentlich vom Konzept her genau das gewesen wäre, nämlich eine Art Crowdfunding-Tool für Musiker. Und man sagen kann, ich habe hier ein Album, hier ist ein Snippet, hör es dir an, ich würde das gerne produzieren, ich brauche dafür so und so viel Geld. Aber Crowdfunding war im Jahr 2006 einfach noch kein Begriff und alle haben nur gesagt, ja hier, ich gebe dir jetzt Geld und dann kriege ich vielleicht irgendwann mal was dafür. Das war noch nicht so richtig etabliert. Und dann wurde ich eingeladen, weil ich eine GEMA-Pledge gemacht hatte auf pledgebank.org, das ist so eine Versprechensplattform, da kann man sagen, ich verspreche, dass ich das und das mache, wenn so und so viele Leute mich unterstützen. Und habe da Unterschriften gesammelt, um die GEMA dazu zu bewegen, Creative Commons Lizenzen zuzulassen für ihre Mitglieder. Und dann wurde ich zu All Together Now eingeladen und habe dann da auch den Wolfgang Senges kennengelernt. Und den Mike Michalke kannte ich auch vorher schon. Das sind jetzt gerade aktuell die beiden geschäftsführenden Direktoren der C3S-Initiative. Und der hatte ja damals einen Open Music Contest gestartet. Das war so eine Veröffentlichungsreihe, wo Creative Commons lizenzierte Musik der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollte. Und da hörte ich das erste Mal davon, dass darüber diskutiert wird, eine Creative Commons Lizenzierungsverwertungsgesellschaft sozusagen zu gründen. Damals war das noch so ein bisschen der Gedanke, dass man das vielleicht mit Creative Commons zusammen machen könnte. Das ist dann aber relativ schnell klar gewesen, dass sie sich den Schuh nicht anziehen wollen. Und dann gab es ein Treffen beim DPMA in München mit Vertretern der GEMA und Vertretern von Creative Commons, wo Wolfgang und Mike dann mit dabei waren. Und am Ende des Gesprächs stand quasi fest, okay, also wenn euch das alles nicht passt, wie es läuft, dann gründet doch eure eigene Verwertungsgesellschaft. Und das war so der Startschuss für die Gründung der C3S. Und das war so 2010. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis es wirklich so konkret war, dass wir im letzten Jahr dann eine Genossenschaft gegründet haben auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg mit 50 Gründungsmitgliedern diese Genossenschaft gegründet haben. Das Startkapital, was man dafür benötigt, von 30.000 Euro zusammengekratzt haben und gesagt haben, wir machen das jetzt. Und der Stand der Dinge ist, dass wir vom DPMA sozusagen eine Vorgabe haben, dass wir die technische Infrastruktur
bereitstellen müssen, um überhaupt nachweislich in der Lage zu sein, ein Lizenzierungsgeschäft zu tätigen und ein wirtschaftlich relevantes Repertoire vertreten. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Haufen Mitglieder, die ihr Repertoire über uns dann wahrnehmen lassen wollen. Das sind die Aufgaben, an denen wir jetzt gerade arbeiten. Wir haben durch das Land NRW eine Förderung bekommen, das uns jetzt ermöglicht, Entwickler zu bezahlen, die uns die Software coden, die wir sozusagen brauchen, um den ganzen administrativen Prozess zu bewerkstelligen und sind immer noch auf Mitgliedersuche. Wir haben jetzt ungefähr ein Drittel der Mitglieder, die wir uns selbst als Marke gesetzt haben, nämlich 3000. Wir haben jetzt 1000 Mitglieder ungefähr zusammen und haben jetzt im August unsere erste Generalversammlung, wo dann alle Mitglieder zusammenkommen und die erste Generalversammlung abhalten werden. Eine kurze Nachfrage, sind die Mitglieder alle auch Künstler, die dann bei euch eintreten, sobald ihr aktiv werdet, oder sind das insgesamt Leute, die euch unterstützen? Das ist eine Mischung aus beidem. Also wir haben jetzt sozusagen ein Formular gebastelt, wo dann die Leute nochmal sagen, ob sie jetzt tatsächlich Komponisten oder Urheber von Texten für Musik sind oder ob sie investierende Mitglieder sind. Also es gibt diese zwei verschiedenen Mitgliedsarten bei uns, weil der Grundgedanke war, dass nur wirklich nutzende Mitglieder eben auch ein Stimmrecht haben sollen. Also tatsächlich nur die Musiker darüber entscheiden, wie sie ihre Rechte wahrgenommen haben wollen. Und ich kann es nicht genau sagen. Das stellt sich jetzt in den nächsten Tagen zur Generalversammlung, dann spätestens werden wir das wissen. Und dann werden wir natürlich auch das öffentlich irgendwie machen. Okay, danke. Gleich kommen auf jeden Fall noch weitere Fragen, die da mehr ins Detail reingehen. Aber ich würde jetzt gerne erst nochmal einmal die Runde machen und rübergehen zu Christian. Erklär doch gerne mal, vielleicht am Beispiel von einem deiner Kunstprojekte, wie dir das Urheberrecht in die Quere kommt und wie du mit bestehendem Material arbeitest und was dann, wie da Probleme aufgetreten sind in der Vergangenheit. Also ich glaube, wenn man Musik macht oder Filme macht oder sozusagen künstlerisch tätig ist, es ist einem diese Problematik ist einem erstmal überhaupt nicht klar. Das heißt, das betrifft uns wahrscheinlich alle. Irgendwann wird man da drauf gestoßen auf eine relativ rüde Art und Weise. Und bei mir war das 2003. Da ging es um ein Sample von Karl-Heinz Stockhausen, was ich in ein Stück, was ich gemacht habe, einbauen wollte. Und das haben die Leute, die das organisiert haben, das war im Palast der Republik, als er noch stand, als asbestsanierte Ruine sozusagen. Und dann kam sozusagen das, was dann passiert ist, sozusagen aus dem Nichts kam ein Brief von Stockhausen mit der Androhung, dass er den Chef der GEMA mir auf den Hals jagen wird, wenn ich das nicht unterlasse. Und ich war völlig erstaunt darüber, weil ich über Jahre schon, also wenn man aus der klassischen Musik kommt, sowieso klar ist, da ist man ja erstmal sozusagen Interpret, also letztendlich wie natürlich auch in anderen Musikbranchen, das heißt, man spielt sowieso Dinge von anderen Komponisten. Das ist überhaupt kein Problem. Hier war es aber plötzlich so, und das sind ja alles so Grauzonen, dann ist es so, also das ist ein Sample, das benutze ich, das ist dann nicht mehr das ganze Stück und das ist das Problem, das wird in einen anderen Kontext, das war ein Kontext, der dem Stockhausen nicht recht war und deshalb hat er gesagt, ich möchte nicht, dass es in diesem Kontext auftaucht. Da würde ich sagen, das ist eine Zensurmaßnahme, klassische Zensurmaßnahme. Das ist ein Stück, das ist veröffentlicht. Das würde ich auch angeben auf einem GEMA-Bogen, den man ja ausfüllen muss, wenn man ein öffentliches Konzert macht. Das war aber nicht der Punkt. Der wäre im Prinzip in der Lage gewesen, das mir zu verbieten. Dann gab es einen kleinen Briefwechsel. Die Briefe, die ich ihm geschrieben habe, waren auch komplett gesampelte, aus Zitaten zusammengesetzte Briefe. Also ich habe sozusagen auf der Briefebene genau dasselbe gemacht wie bei der Musik. Das waren dann Roland Barthes-Zitate zum Beispiel über den Tod des Autors. Was natürlich alles ganz wichtige Texte sind, um zu verstehen, dass dieser Geniebegriff des 19. Jahrhunderts, der Künstler, der aus dem Nichts sozusagen eine Idee, die es noch nie gegeben hat, sagen wir mal bei einem Glas Rotwein, nachts zu Papier bringt, auf ein leeres Notenblatt oder so, das ist ja totaler Quatsch alles. Also da bin ich natürlich völlig auf der Seite von Johannes, der sagt, das sind im Prinzip komplizierte und komplexe Geflechte von Einflüssen, von
ja, auch Respektserzeugung. Das kann man zum Beispiel im frühen Hip-Hop sehr gut sehen. Also die Samples, die in den 80er Jahren benutzt haben, und diesen Hip-Hop gibt es ja gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr möglich, ist rechtlich nicht mehr möglich. Also sozusagen Samples zu benutzen als eine Referenzbekundung. Das heißt, das zieht sich durch ganz verschiedene Musikbranchen. Jetzt mache ich seit ein paar Jahren auch Filme, da ist es genau dasselbe Problem. Also entweder sind die Summen, die man bezahlen muss für Samples, ein gutes Beispiel war vor ein paar Jahren diese Platte von Madonna, die dann plötzlich ein ABBA-Sample, das war das erste Mal, dass jemand ein ABBA-Sample benutzt hat. Sie konnte das machen, weil es wahnsinnig teuer war und sie das Geld hatte, dieses Sample zu bezahlen. Ansonsten gibt es das einfach nicht. Also das heißt, Musik, die in dem Fall ABBA sampled, die gibt es nicht. Oder Kraftwerk ist ein anderes gutes Beispiel. Diese Musiken gibt es eigentlich nicht, die gab es aber mal. Also es gibt natürlich das berühmte Stück Planet Rock mit einem großen Kraftwerk-Sample zu einem Zeitpunkt, als die Rechtslage noch nicht so zugeschnürt war wie heute. Das heißt, wir haben es heute mit einer Situation zu tun, die, würde ich zugespitzt sagen, Musik verhindert. Musik, die es geben könnte. Ich kann es sehr gut beobachten in der sozusagen klassischen Avantgarde-Musik. Da gibt es auch viele neuere Stücke, die sich auf alte Stücke beziehen, und die alten Stücke sind ganz grundsätzlich sind Stücke, bei denen der Komponist mehr als 70 Jahre tot ist. Da wird also die Bezugnahme, das heißt, die Stücke sind dann meistens über 100 Jahre alt, also von heute aus gesehen sind es Stücke, die sind vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben. Das sind die neuesten Stücke, die da überhaupt vorkommen können. Das muss man sich mal vorstellen. Also jetzt sprechen wir von Hip-Hop oder von sozusagen auch viel zeitgenössischerer Musik. Das heißt, das ist eine Gemengelage, die ist ja nicht nur für die Leute, die auch Musik machen wollen oder Filme machen wollen, total unbefriedigend, sondern sie müsste auch total unbefriedigend sein für Leute, die Musik konsumieren. Denen das, glaube ich, viel weniger klar ist, was das Problem ist. Sie denken sich, ja, die Musik, die es gibt, die gibt's. Dass es aber einen riesen Anteil von Musik, die potenziell möglich wäre, nicht gibt, weil diese Gesetzeslage so ist. Da ist natürlich die Frage, die man sich plötzlich stellen muss, ohne dass man sich erstmal groß damit beschäftigt hat, wie verhalte ich mich zu diesem Status quo? Jetzt gibt es noch einen anderen Aspekt, der für mich eine Rolle spielt, und das ist ein politischer. Natürlich ist diese Urheberrechtsdebatte deshalb auch sehr interessant unter einer politischen und auch ökonomischen Perspektive, weil es einfach um einen wahren Charakter geht. Und um Eigentumsverhältnisse. Und das ist natürlich was sehr Interessantes in unserer Gesellschaft, weil Eigentum extrem hoch geschützt ist. Das sieht man natürlich an dem ganzen globalisierten Handel. Also ein Musikstück, ein digitales File oder sowas, das wird als Eigentum, als ein Eigentumswert behandelt. Wenn man sich dem entgegensetzt, dann stellt man sich natürlich einem fundamentalen Moment der Konstitution unseres Gesellschaftssystems auch entgegen. Es muss einem klar sein, wenn man sozusagen generell, wie ich, ein Problem hat mit dieser Form von Eigentumsdefinition, dann ist es ein sehr interessanter Bereich. Das ist mit ein Grund, warum ich dann irgendwann zu dem Schluss gekommen bin, okay, also so lobenswert ich das finde, wenn man sagt, okay, eine GEMA-Alternative, ich hoffe, dass es bald kommt, ich hoffe es auch, und ich finde es auch gut, wenn da Leute mitmachen. Das dauert mir zu lange, das ist mir zu kompliziert. Ich will auch überhaupt nicht so eine, das war fast so ein Pavlovscher Reflex, dem man dann ausgesetzt ist als jemand, der andere Kulturgüter benutzen will. Sondern sagt, das ist wahrscheinlich zu kompliziert, das lasse ich lieber mal bleiben. Das ist schon eine Entscheidung, die hat eigentlich überhaupt nichts mit der sozusagen künstlerischen Äußerung zu tun. Also ist man in so einem komischen, in so einer Grauzone selbst mit dem Repertoire, was es da draußen gibt, oder sagen wir mal mit YouTube oder mit Soundcloud, dem ausgesetzt. Für mich total hilfreich und sozusagen gesund auch ist, zu sagen, ist mir egal. Und jetzt wäre dann natürlich die Frage, okay, es kann einem doch nicht egal sein, müsste es doch ständig Briefe von Rechtsanwälten kriegen. Es ist, glaube ich, nur dann der Fall, wenn man selbst wieder ein handelbares Gut daraus macht. Also in dem Moment, wo ich sage, ich mache eine CD daraus, ich will die CD verkaufen. Also ich würde auch wieder Johannes zustimmen,
zu sagen, man muss gucken, dass man die Sachen finanziert kriegt, bevor sie das erste Mal gezeigt werden. Es ist dann die einzige Möglichkeit. Und dann ist es im Prinzip auch egal. Dann kann man sagen, es gibt überhaupt kein Copyright. Das interessiert mich nicht. Also kann ich einfach draufschreiben, no Copyright. Nicht Creative Commons, ist auch zu kompliziert. Könnte man sagen, ist Copyright light. Ist es auch nicht. Eine bessere GEMA ist es vielleicht auch nicht. Das ist natürlich, das beruht auf einer anderen, auf einem anderen Verhältnis von Konsumenten, Künstlern. Und ich würde auch sagen, diese Trennung weicht sich ja auch auf. Alle Leute machen Filme, alle Leute nehmen irgendwelche Seiten, irgendwelche Sachen auf, laden die hoch. Wenn im Hintergrund ein Fernseher läuft oder ein Musikstück zu hören ist, ist eigentlich auch schon alles nicht erlaubt. Also das ist nicht zu bewältigen. Als letzter Punkt kommt hinzu, dass wir es zu tun haben mit dem Internet. Das ist kein nationales Phänomen, das ist auch kein europäisches Phänomen, das ist ein internationales Phänomen. Das ist natürlich ein, also idealerweise eine Riesenhilfe und eine sozusagen technische Struktur, die uns ermöglicht, uns auch auszuklinken aus nationalen Gesetzgebungen. Also ich habe zum Beispiel einen Film, den konnte ich nicht bei YouTube hochladen. Es gibt ja diese Content-ID-Software, die alles durchscannt, was man da hochlädt, wenn da nach den Regeln von YouTube, das sind Regeln aus den USA, die treffen sowieso nicht, betreffen gar kein deutsches Recht, also auch alles total kompliziert. Gut, wenn es nicht geht, dann muss man es woanders hochladen. Habe ich auf einer russischen yandex.ru Webseite hochgeladen. Da kann niemand was machen gegen. Niemand. Was wollen die machen? Wollen die irgendwie nach Russland fahren und irgendwie den Server vom Netz nehmen? Das ist natürlich völlig ausgeschlossen. Diese Möglichkeiten gibt es. Ich glaube, die sind jetzt vielleicht nicht besonders populär, aber ich sehe im Moment keine andere Möglichkeit. Und ist okay. Gut, danke. Du hast schon den ganzen, die ganze Diskussion schon von deiner Seite aus gut angerissen. Also auf jeden Fall viele Punkte, wo ich denke, wo wir nachher nochmal drauf zurückkommen können. Aber ich hatte ja gesagt, wir machen jetzt, also ich würde auch direkt einhaken, aber wir wollten ja erstmal die Runde machen. Oder ich wollte erstmal die Runde machen. Ole, du stehst ja als Vertreter der von Clubs und Musikspielstätten praktisch auf der anderen Seite als die beiden, nämlich auf der Seite der Verwerter, setzt dich aber trotzdem oder nicht trotzdem, setzt sich aber auch mit der Verwertungsgesellschaft, mit der GEMA halt vor allem auseinander. Skizzier doch mal dein Anliegen, was du da hast, damit wir das auch wissen, wo du herkommst. Also auf den ersten Blick, ja, vielen Dank. Auf den ersten Blick komme ich tatsächlich von der anderen Seite, nämlich nicht von der Künstlerseite, auch nicht von der Verwertungsgesellschaftsseite, wie die hoffentlich bald existierende C3S, sondern von der Musiknutzerseite. Und allerdings sehen wir das weniger als eine Seite die andere Seite, sondern das ist ein Kreislauf. Als Clubbetreiber gesprochen, ich kann als Clubbetreiber nicht meinen Club führen ohne DJs oder ohne Bands, die dort auftreten. Und letztere können nicht groß oder bekannt werden, wenn sie kein Dach über dem Kopf haben, wo sie spielen können. Das bedingt sich einfach gegenseitig. Und demzufolge sitzen wir eigentlich alle im selben Boot, die wir hier sitzen. Die einzigen, die seit 2012 oder wahrscheinlich auch schon vorher nicht mit im Boot saßen, habe ich jedenfalls so empfunden, ist diese seit 1903 existierende GEMA als einzige bisher existierende Verwertungsgesellschaft in Deutschland, die sich eben wirklich anmaßt, manche Dinge zu tun, wo man wirklich nur mit dem Kopf schüttelt. Und das hat mich oder uns als Verbände auch derart aufgebracht im Jahre 2012. Das große Medienecho ist sicherlich überall in den Gazetten deutschlandweit und darüber hinaus gewesen, wo die GEMA sich also hingestellt hat, eine Tarifreform verkündet hat und hat mal gesagt, naja, wir nehmen jetzt die Linearisierung der Tarife vor. Das wurde angeblich von Politikern so gewünscht, Vereinfachung der Tarife. Und bei der Vereinfachung kam zufällig heraus, dass Clubs das 10- bis 15-fache, teilweise sogar Musikkneipen bis zum 20-fachen mehr bezahlen müssen. Das muss man sich betriebswirtschaftlich mal vorstellen. Wenn ich also als Clubbetreiber eine Kiste Bier kaufe und da sagt mir dann die Brauerei dann, na, du musst jetzt nicht mehr 10 Euro für eine Kiste Bier zahlen, sondern 200 Euro für eine Kiste Bier, dann würde ich dem einen kräftigen Tritt in den Arsch, hätte ich fast gesagt, geben und den aus meinem Club rausbefördern. Und bei der GEMA kann ich es aber nicht tun, weil es ist die einzige Verwertungsgesellschaft ist. Demzufolge sind wir entsprechend auf die Barrikaden gegangen. Von außen sieht es so aus, als hätte sich dann unser Dachverband, die Live-Musik-Kommission, die Andrea vorhin angesprochen hat, gegründet. Wir haben uns nicht wegen der GEMA-Auseinandersetzung gegründet, sondern weil wir festgestellt haben, dass diese einzelnen Landes- oder Regionalverbände, wie Club-Kommission ja auch einer ist, wohl Partyveranstalter, Clubbetreiber etc.,
sich zu einem Lobbyverband zusammengeschlossen haben. Ähnliches gibt es in Hamburg, in Köln, in Stuttgart, München, weiß nicht, wo ihr alle herkommt, aber da habt ihr vielleicht von dem einen oder anderen Verband auch schon mal gehört. Und es fehlte eigentlich ein Dachverband, der für Bundesthemen wie Umsatzsteuer, für GEMA eben auch Künstlersozialkasse zuständig ist und eben auch entsprechend in den Bundestag einmarschieren kann, in irgendwelche Arbeitskreise mit Politikern sprechen kann, um dort seine Wünsche eben vorzutragen. Und so haben wir uns eben als Livecom gegründet und kommen von der Musiknutzerseite, jetzt komme ich zurück auf die GEMA, was wir uns einfach wünschen würden, oder damals schon gewünscht haben, dass die GEMA mit uns auch mal ins Gespräch tritt. Nicht in ihrem Elfenbeinturm, wie es bisher gerne so läuft, irgendwelche Tarife ausdenkt, sich vielleicht noch mit ihren Justiziaren die Rechtmäßigkeit anschaut und das dann einfach vorstellt. Vielleicht noch mit dem DEHOGA oder anderen Musikveranstalterverbänden verhandelt, aber nicht wirklich zuhört. GEMA hat ein ganz großes, finde ich jedenfalls, oder finden wir, Problem. Sie stellt ihre Meinung als die einzig richtige dar, berichtet über die Vorteile, die sie bieten kann, die ein System bieten kann, und lässt die Nachteile einfach weg. Im Grunde genommen diskutiert sie da gar nicht drüber, sondern berichtet nur von den Vorteilen. Demzufolge kommen sämtliche Pressemitteilungen, alles, was von der GEMA bisher so kommt, relativ unglaubwürdig rüber. Und wir würden uns eben einfach wünschen, eine Gesprächsebene zu erlangen mit der GEMA, die eben sämtliche Vor- und Nachteile und sämtliche Wahrheiten, aber auch sämtliche Realitäten auf den Tisch bringt. Als Livecom haben wir das durch verschiedene Aktionen versucht. Kurz die drei Sachen noch und dann gebe ich ab an meine Nachfolger. Drei Sachen versucht. Einmal, wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet, beziehungsweise zwei Arbeitsgruppen mit der GEMA zum Thema Monitoring, Diskothekenmonitoring. Oftmals in der GEMA-Auseinandersetzung wurde uns gesagt, Mensch, also bei den elektronischen DJs, egal ob sie bekannt sind oder nicht, da kommt wenig bis überhaupt keine Ausschüttung unter Tontimen an. Selbst wenn sie das selber geschrieben haben, das ist natürlich eine Voraussetzung, dass sie das getan haben und bei der GEMA gemeldet sind. So, und da haben wir gesagt, also irgendwas stimmt da nicht. Wenn Elton John natürlich seinen 35. Rolls-Royce kriegt, freue ich mich für ihn. Aber auf der anderen Seite sollten natürlich unsere elektronischen DJs auch Tantiemen oder Geld bekommen, wenn sie urheberrechtlich relevante Stücke produziert haben. Und demzufolge haben wir eine Arbeitsgemeinschaft gegründet. Da war die GEMA auch endlich mal zugänglich für. Gemeinsam mit der GEMA und Livecom haben Anbieteranalysen gemacht im europäischen, aber weltweiten Ausland und haben Alternativen gesucht zum bisherigen Diskotheken-Monitoring. Das Zweite, was wir gemacht haben, eine weitere Arbeitsgruppe gemeinsam mit der GEMA, die Stichprobe bei dem Diskothekenmonitoring derart zu verändern, dass vielleicht elektronische Clubs oder größere Städte mehr Berücksichtigung finden, als vielleicht bisher das der Fall gewesen ist. Beide Arbeitsgruppen führen dann im Laufe dieses Jahres noch hoffentlich zu zählbarem Ergebnis. Das Zweite, was wir machen, mit Politikern reden, um das Urheberrecht, Urheberwahrnehmungsrecht in manchem Sinne zu ändern. Ich nenne ein Beispiel. Die GEMA hat bisher den Tarif verkünden können, dann galt er so lange als durchgesetzt, er war dann praktisch durchgesetzt. Und wenn ein Verband dagegen angehen will, muss er die Schiedsstelle anrufen, etc. pp. Und wenn vielleicht noch das Oberlandesgericht München eingeschaltet wird, dann dauert das natürlich mehrere Monate, vielleicht sogar manchmal Jahre. Und der neue Tarif gilt aber ab dem Zeitpunkt, den die GEMA festsetzt. Das heißt, für diese Differenzdauer von Monaten bis Jahren ist der neue Tarif, und sei ja auch 20-fach höher, zu bezahlen. Bis dahin sind die ganzen Clubbetreiber oder Musikkneipen schon Kneipe gewesen, ehe das vielleicht hätte anders entschieden werden können. Ganz großes Problem, das muss im Urheberrecht geändert werden, dass da eben die Tarifauseinandersetzung gleichwertig in Augenhöhe geführt werden können. Und das Dritte, was wir machen, ist mit unseren Mitgliedern zu diskutieren oder auch mit der C3S oder anderen zu diskutieren, wie man eine Alternative zu GEMA finden kann oder alternative Formen der Verwertungsgesellschaften finden kann. Gut. So, jetzt wurden schon so viele Sachen angesprochen, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie wir da am besten weitermachen. Vielleicht bleiben wir erstmal bei dem Dreh- und Angelpunkt der ganzen Sache, dem Geld, und dann bringen wir das auch schnell hinter uns. Das ist ja immer das, was bei dem Thema Verwertungsgesellschaften, Copyright immer als erstes irgendwie den Leuten einfällt und was jetzt auch schon ein paar Mal genannt wurde, und darum geht es ja auch letztendlich. Also Urheberrecht ist ja praktisch ein Werkzeug, um, wie du das beschrieben hast, ja, Musik warenförmig zu machen und damit handeln zu können, damit Geld verdienen zu können. Wie sieht es bei euch, bei den beiden Künstlern auf dem Panel aus? Verdient ihr auch mit Lizenzierung von euren Musikstücken Geld? Oder mit Verwertung von euren Musikstücken? Auch wenn ihr seid jetzt nicht, bist du in der GEMA eigentlich?
Ich war in der Ja, nee, also seit 2006 geht das alles an mir vorbei, sozusagen, weil die GEMA natürlich für mich nichts mehr einsammelt und da es keine andere Verwertungsgesellschaft gibt, landet das Geld dann da, wo schon ganz viel vorher war, nämlich bei den 3000 und ein paar zerquetschten ordentlichen Mitgliedern der GEMA. Ich verdiene im Moment hauptsächlich durch Auftragsarbeiten und Live-Konzerte. Lebst du von der Musik? Ja, seit 2006 musste ich mich eher auf so ein 360-Grad-Künstler-Profil umstellen. Also ich habe dann auch angefangen, Hörspiele zu produzieren oder eben Produktionen zu machen für andere Bands und solche Geschichten. Mhm. Ab und zu mal jobben gehen, Requisiten fahren für einen Film und so einen Schnickschnack. Aber keine Festanstellung. Aber das kann sich ja jetzt vielleicht ändern. Aber ich finde, es gibt noch einen anderen Aspekt dabei und der hat was zu tun damit, dass sich, wenn sich Technologien ändern, dann ändert sich ja ganz viel. Dann ändert sich ja nicht nur, was auf einem Bequemlichkeitslevel, weiß ich nicht, dass man von seinem Telefon seinen Rechner synchronisieren kann, sondern es ändert sich ja, durch das Internet hat sich herausgestellt, also diese Verwertbarkeit von Musik ist, dadurch, dass man digitale Files ganz anders kopieren kann als analoge, dass man sie anders verbreiten kann, da verändert sich was Fundamentales von der Musik, an der Musik selber. Und dann stellt sich raus, und das haben wir ja gesehen in den letzten 15 Jahren, bei Musik insbesondere, und das ist bei Filmen jetzt auch so, und wird bei Büchern und Zeitungen oder so auch so sein, dass möglicherweise diese alten Geschäftsmodelle, dass man nämlich sagen kann, das ist ein Ding, das kann man ganz schwer nur kopieren, solange es irgendwie eine Schallplatte ist oder eine Musikkassette, ein analoges Medium ist. Das ist jetzt, geht jetzt total einfach und schnell und dann ist sozusagen der Geist aus der Flasche, das wird man nicht mehr zurückkriegen können. Das heißt, alles, was dann nur noch möglich ist, sind repressive Maßnahmen. Und das ist genau das, was die GEMA versucht. Die versucht dann, weil das da sozusagen schwierig ist, die Daumenschraube anzulegen und geht dann sozusagen auf so und sucht sich neue Geschäftsmodelle und wenn es die nicht gibt, dann geht sie sozusagen willkürlich bei den Tantiemen hoch, so scheint mir das zu sein, so zum Beispiel bei Clubs. Man könnte natürlich sagen, es gibt ein anderes, und diese anderen Geschäftsmodelle, die gibt es ja, oder die anderen Modelle der Vergütung. Zum Beispiel gibt es in Dänemark das Modell, dass Musik, die im Radio das erste Mal gespielt wird, extrem hoch vergütet werden muss vom Radiosender. Und damit eigentlich die Einnahme für den Künstler, der das gemacht hat, oder die Band, im Prinzip schon gewährleistet sein muss. Von da an, wo das Ding nämlich kopierbar ist, sind es nur noch Minimalbeträge, die eigentlich zu vernachlässigen sind. Also es gibt ja andere Möglichkeiten. Oder das, wovon du gesprochen hattest, man muss irgendwie gucken, dass man bevor das Ding, was man macht, das erste Mal öffentlich wird, dass man guckt, dass vorher eine Bezahlung da gewesen ist. Und das kann entweder sein durch ein Grundeinkommen oder was weiß ich was. Das sind andere Modelle. Aber ich glaube, wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass Technologien nicht einfach so was Zusätzliches sind an Bequemlichkeit, an Erreichbarkeit von Inhalten oder sowas, sondern andersrum auch durch die Verbreitung der Inhalte, die Inhalte selber verändern. Und was man ja schon sehen kann, ist, dass viel mehr live gespielt wird und vielleicht CDs oder MP3s oder was, dass es vielleicht nur noch sowas ist wie eine Werbung für eine Band, also wie ein Plakat. Und dass es vielleicht ein Liebhaberobjekt ist. Und das sieht man an den großen Plattenfirmen. Was machen die? Die machen inzwischen viel mehr live, die machen ja auch 360-Grad-Verträge, das haben die vor 10, 15 Jahren noch überhaupt nicht gemacht, da haben die einfach Platten verkauft. Das ist ja alles nicht mehr der Fall, das heißt, da verändern sich Geschäftsmodelle, klar verändern sich Geschäftsmodelle, Technologien verändern sich ja auch, das ist erstmal okay. Genauso wie man sagen kann, im Filmbereich, es ist viel billiger geworden, seit 10 Jahren Filme zu machen, also seit es einfache, gute, digitale Kameras gibt, die man ganz einfach bedienen kann, ist Film auch nicht mehr so teuer. Wir sind im Filmbereich, aber mit den alten Strukturen, eigentlich ganz ähnlich wie bei der Musik, nur noch viel härter, würde ich sagen, mit diesen alten Strukturen konfrontiert. Und das heißt, man kann eigentlich sehen, in so einem Land, was eigentlich sehr reich ist, dass diese verkrusteten alten Strukturen mit diesen alten, jetzt hätte ich fast gesagt, Säcken, also bei der GEMA, diese 3000 Leute im Filmbereich, ist es genau dasselbe. Also die immer wieder dann diese fetten Filmförderungen kriegen, die einfach bei der UFA sind oder was weiß ich wo. Es sind identische Geschäftsmodelle. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass sich da irgendwas dran ändert. Und das Problem ist, dass wir nicht genau wissen, wie sich das ändern kann. Also eigentlich muss man unten so einen Stein rausziehen. Das machen die nicht von selbst.
da ist es, glaube ich, das kann man vergessen, das machen die nicht. Das gab doch jetzt diese Diskussion beim Fernsehen, da haben die gesagt, na, solange die da, diese über 65-jährigen Aufsichtsräte, die ja zur Hälfte Politiker sind, solange die da drin sitzen, vor der Pensionierung, wird sich da gar nichts ändern. Okay, jetzt sitzen wir hier, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt zum RBB, stürmen irgendwie den RBB und reißen denen das Mikro aus der Hand? Ja, oder nicht? Dann geht es aber wahrscheinlich so weiter. Und ansonsten? Naja. Ja, also grundsätzlich ist gegen ein System von Verwertungsgesellschaften ja eigentlich nichts zu sagen zur heutigen Zeit. Man kann das natürlich reformieren. Wir als Verbände freuen uns natürlich irrsinnig darüber, dass es endlich mal eine zweite Verwertungsgesellschaft hoffentlich bald geben wird. Ihr bezahlt sehr, doch die Bands nötig. Auch. Ihr bezahlt die Leute doch auch, die bei euch auftreten. Na ja, natürlich, die bekommen natürlich eine Gage, klar. Also hoffentlich jedenfalls. Es gibt natürlich Clubs oder Veranstalter, wo neue DJs, Nachwuchsarbeit ist ein großes Thema, für ein paar Getränke dann auflegen. So ist übrigens auch Paul van Dijk und Tiesto auch groß geworden, darf man ja auch nicht verachten. Irgendwann wird nochmal jeder groß und irgendwann fängt auch jeder mal an, auch alle, die wir hier sitzen, haben mal klein angefangen. Und da sind die Clubs eben einfach die Keimzelle von solchen kulturellen Highlights, die es irgendwann mal geben wird. Und so eine Arbeit wird im Moment überhaupt nicht belohnt. Ganz im Gegenteil, da gibt's Repressalien ohne Ende. Da kann einfach ein Anbieter, eine Verwertungsgesellschaft hergehen, so eine Tarifreform mal einfach auf den Tisch legen, wo sich jeder an den Kopf packt. Und wir wollen eben einfach angemessene Tarife. Es ist schon so, dass natürlich Künstler Gagen bezahlt werden, aber derjenige, der das Stück produziert hat, also urheberrechtlich tätig war, der kommt ja bisher ja noch nicht vor, wenn er nicht gleichzeitig der Sänger ist oder der DJ ist, der auflegt. Insofern ist es schon richtig, dass es eine GEMA oder eine Verwertungsgesellschaften gibt, aber die Gebühren, die dort bezahlt werden, die Tarife, die bezahlt werden, die müssen aber auch bezahlbar sein. Ich habe vorhin von dem Kreislauf gesprochen, wenn der natürlich dahingehend unterbrochen wird, dass die eine Seite sich die Gebühren nicht mehr leisten kann und die andere Seite Geld bekommt, was die anderen aber nicht bezahlen können, dann wird dieser Kreislauf natürlich dadurch unterbrochen, dass viele die Finger heben müssen, weil sie es nicht mehr leisten können. Also kann der Kreislauf nur dadurch am Leben gelassen werden oder gehalten werden, dass es angemessene Tarife gibt. Und da haben wir ganz viele Vorschläge gemacht, was wir als Bundesverband als angemessen bezahlen. Und dazu gehört nicht dieses ewig gebetsmühlenartig von der GEMA wiederholte 10%-Modell, wo aber auch nochmal die GVL mit im Moment 26% zuschlägt. Das alles nur netto und das alles wird aber auf die Bruttogelder genommen. Mit anderen Worten, man zahlt eigentlich 15%. Und wenn man von den Gewinnmargen bei kulturellen Spielstätten ausgeht, im einstelligen Bereich, dann wundert man sich, dass sie das sowieso machen, richtig. Aber die machen es oftmals nicht auch aus rein wirtschaftlichen Gründen, sondern eher aus leidenschaftlichen kulturellen Gründen. So, das ist nun mal die Musikerseele, die Künstlerkreativseele so gestrickt. Und dann sind solche Margen einfach nicht zu schaffen. Und da müssen angemessene Tarife her, da müssen die Tarife so gerecht sein, dass man nicht für Barflächen, für Toiletten, die man in den Club notwendigerweise haben muss, dass man auch noch für diese Flächen GEMA bezahlt. Oder dass der höchste Eintrittspreis am Abend genommen wird, obwohl jeder weiß, dass im Club ein irrsinns Gästelistenanteil ist. Ich meine, wir alle freuen uns sowieso immer, wenn wir auf Gästelisten stehen. Aber der Clubbetreiber zahlt auch für diese Plätze GEMA-Gebühren. Und so weiter und so weiter und so weiter. Da gibt es ganz viele Beispiele. Und wir als Bundesverband sehen wir einfach für Clubs, Spielstätten oder Diskotheken möglicherweise auch eine Gebühr von 5% abzüglich Rabatten als angemessen an, aber nicht drüber. Und diese Diskussion muss politisch geführt werden und da sind wir dran. Da würde mich jetzt an der Stelle mal interessieren, was die C3S dann genau jetzt besser macht als die GEMA. Also an welchen Punkten setzt ihr genau an und ihr habt ja jetzt die Chance, das ganze, das Prinzip Verwertungsgesellschaft neu aufzusetzen. Und erklär doch mal genau, an welchen Punkten jetzt ihr die Stellschrauben anders setzt. Also es gibt wollt. Genau, also wir dürfen ja als VG noch nicht arbeiten ohne die Lizenz, die bekommen wir ja frühestens im nächsten Jahr. Was wir aber im Ansatz wirklich anders machen wollen als die GEMA ist erstens, dass bei uns jedes Mitglied, egal wie viele Anteile es hält an der Genossenschaft, ein Stimmrecht hat. Das heißt, alle sind gleichberechtigt. Das ist ein basisdemokratischer Ansatz, deswegen haben wir auch eine europäische Genossenschaft gegründet, um eben einfach jedem, der wirklich aktiv dieses Leben führt, als Musiker oder Autor für Texte von Musik, seinen Lebensunterhalt bestreiten möchte, mitreden darf über die Tarife, über die Bedingungen, zu der die Verwertungsgesellschaft arbeiten soll und eben nicht, wie es bei der GEMA ist, dass nur die privilegierten Mitglieder ein direktes Stimmrecht haben, also die, die schon wirklich finanziell sehr erfolgreich sind, über all die anderen mitbestimmen, weil die GEMA
besteht ja immer darauf, dass alle stimmberechtigt sind. Das stimmt zwar, aber die angeschlossenen und außerordentlichen Mitglieder sind eben nur über Delegierte stimmberechtigt. Und diese Delegierten für die verschiedenen Berufszweige sind immer in der Minderheit. Also wie möchte ich ein System ändern, in dem immer die, die am besten davon leben können und am meisten davon profitieren, das Sagen haben? Da wird sich nichts ändern. Da kannst du selbst noch die kritischen Mitglieder aus der Riege der ordentlichen Mitglieder auf deiner Seite haben, die sind auch in der Minderheit. Weil eben auch es sehr bequem ist, sich vertreten zu lassen, wenn man im Quartal seine Schecks bekommt, seine Überweisungen, da steht immer ein paar tausend oder ein paar zigtausend Euro drauf, warum soll ich mich da überhaupt intellektuell mit beschäftigen? Ich mache ja Musik, ich will ja meinen Beruf ausüben und mich nicht irgendwie als Experte für Verwertungsrecht oder so etablieren. Also wird sich an dem System unter der bestehenden Voraussetzung nichts ändern. Und da haben wir gesagt, gut, dann muss man dafür sorgen, dass eben die Musiker das Sagen haben in der Verwertungsgesellschaft und nicht eben nur die Privilegierten, sondern alle, die Mitglieder sind und eben auch alle gleichberechtigt. So, der andere Punkt ist, der sehr, sehr essentiell ist für die C3S, ist, dass wir das Verhältnis verschieben wollen von eben privilegierten Zirkeln als Entscheidungsträger hin zu, ja, wie soll ich sagen, also zu denjenigen, die es halt direkt betrifft. Ja, also jeder Künstler soll doch bitte die Möglichkeit haben, für jeden Song, den er schreibt, zu entscheiden, unter welcher Lizenz dieser veröffentlicht werden soll. Es kann nicht sein, dass ich mir vorschreiben lassen muss, dass ich alles, was ich veröffentliche und was ich bis jetzt veröffentlicht habe und was ich in der Zukunft, solange ich in der GEMA Mitglied bin, veröffentlichen werde, nur unter alle Rechte vorbehalten veröffentlicht werden darf und ich keinerlei Möglichkeit habe, zum Beispiel einen Song auf meine Website zu stellen. Das habe ich jetzt mittlerweile. Die GEMA hat dann auch irgendwann gemerkt, dass es ziemlich schwachsinnig ist, von den eigenen Mitgliedern Gebühren zu kassieren, damit sie ihre eigenen Werke auf ihrer eigenen Webseite streamen lassen wollen oder so. Ne? Da haben sie jetzt eingeführt, okay, du kannst jetzt Werke registrieren, die dürfen dann auf deiner Website auch laufen und du darfst aber zum Beispiel kein kommerzielles Angebot auf der Webseite haben. Also ich darf keinen Webshop haben, ich darf keine T-Shirts verkaufen über meine eigene Webseite, keine Aufkleber, keine CDs. Nur dann darf ich auf meiner eigenen Webseite meine eigenen Werke präsentieren. Und das kann ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass die anderen, die mich vertreten sollen, also der Verein, der für mich arbeitet, mir Vorschriften macht. So, ich kann noch, das ist ganz wichtig für uns, dass wir sagen, wir wollen wieder die Möglichkeit haben, für die Künstler selbst zu entscheiden, unter welchen Bedingungen sie veröffentlichen. Und es gibt mittlerweile einfach Möglichkeiten, wie er, Ole auch vorhin schon sagte, es gibt die Möglichkeit durch Öffentlichkeit, wenn man einfach die Möglichkeit hat, aufzutreten, auch wenn man dann mal keine Gage bekommt. Ja, dann hat man trotzdem eine Öffentlichkeit und kann es dadurch auch schaffen, ein breiteres Publikum zu finden. Und das hat dann auch ganz oft den Effekt, dass einfach immer mehr Leute meine Musik vielleicht zu hören bekommen und dass sie mich auch unterstützen können. Und das geht aber nur dann, wenn ich auch ein bisschen selbst entscheiden kann, ob ich jetzt ohne Gage oder mit Gage spiele. Und bei der GEMA zu veröffentlichen oder beziehungsweise der GEMA einen Berechtigungsvertrag zu unterschreiben, damit entledige ich mich meiner eigenen Entscheidungsgewalt. Ich muss quasi mich den Bedingungen, die eben nicht Leute wie ich war 15 Jahre angeschlossenes Mitglied, also so die unterste Schicht der Mitglieder, die aber die Majorität der Mitglieder ausmacht, also 60.000 oder was, dass die nichts zu sagen haben, aber im Endeffekt den ganzen Betrieb mit am Leben erhalten. Und als ich dann damals austreten, beziehungsweise ich wollte ja gar nicht austreten, ich wollte einfach nur Creative Commons Lizenzen verwenden. Und die mir dann sagten, ja, solange uns da kein Gesetzgeber irgendwas vorschreibt, werden wir da gar nichts machen. Ist uns doch egal, so nach dem Motto. Wenn uns da von rechtlicher Seite Druck gemacht wird, natürlich. Ja, wir sind ja alle hier im Rechtsstaat und dann natürlich. Aber so, nee, geh mal lieber. Ja, und dann heißt es für mich, okay, super, ich darf jetzt im Quartal irgendwie auf meine 1.000, 2.000 Euro verzichten, je nachdem, wie es gerade läuft. Und krieg einfach mein Geld nicht mehr. So, nur damit ich jetzt einfach selbst entscheiden kann, unter welchen Bedingungen ich veröffentliche. So, das waren so die Dinge, die uns wichtig waren. Was uns auch wichtig ist, ist dafür zu sorgen, dass Creative Commons, zum Beispiel lizenzierte Musik oder auch unter anderen freien Lizenzen stehende Musik, einfach auch mal in der Öffentlichkeit stattfindet. Also meine Songs laufen nicht im Radio
Und das hat einen ganz einfachen Grund, weil die Radiosender einen Vertrag mit der GEMA haben, die zahlen ihre GEMA und alles, was nicht in der GEMA ist, ist quasi eine rechtliche Bedrohung. Weil wenn die meinen Song spielen und ich dann morgen da einen Brief hinschreibe und sage, so, ihr habt meinen Song gespielt, ihr seid ein privater Radiosender zum Beispiel, ihr macht Werbegeschäfte, ich will jetzt hier 20.000 auf dem Tisch haben. Das kann denen ja bei jedem einzelnen Song, der nicht in der GEMA ist, passieren. Also nutzt die GEMA ihre Marktmacht aus, indem sie ihren Mitgliedern verbietet, Creative Commons Lizenzen zu verwenden, und dadurch macht sie den Markt dicht für alle, die es anders machen wollen. Umgekehrt macht die GEMA die sogenannte GEMA-Vermutung oder nimmt sie für sich in Anspruch. Das bedeutet, dass wenn ein Musiknutzer auch nur einen einzigen Song GEMA-pflichtiger Musik spielt und sei die Veranstaltung auch 24 Stunden lang, dann wird 100% GEMA-Gebühr fällig. Das wird natürlich gerade dann fies, wenn man natürlich mehrere Bühnen bespielt und man ist natürlich als Veranstalter nicht immer auf jeder Bühne selber unterwegs, und selbst dann weiß man natürlich nicht immer jedes Mal, ist das nur gerade ein Künstler, der GEMA-Mitglied ist oder nicht, und es ist kaum zu überwachen, ob GEMA-pflichtige oder GEMA-freie Musik gespielt werden kann. Es gibt ein paar Veranstalter, die probieren das, die müssen dann komplette Musikfolgen bei der GEMA einreichen, und wenn sich daraus ergibt, die GEMA gleicht das dann ab mit ihren Daten, die sie dann zur Verfügung hat. Und wenn sich daraus ergibt, dass da nur ein einziger Song von der GEMA gespielt wurde oder auch 10% oder 20%, dann wird eben 100% GEMA-Gebühr fällig. Und das ist auch ein Grund, warum wir auch die C3S unterstützen. Das soll dort, soweit ich mich erinnere, eben auch anders werden. Das noch als Ergänzung. Mhm. Habt ihr bei der C3S auch Ideen dazu, zu dem Thema, was hier über dem Panel steht, so Crowdrock, wie das mit Remixen und so einfacher geht, oder ist das über die Creative Commons, über die Möglichkeit der Nutzung von Creative Commons Lizenzen abgedeckt, oder habt ihr da eine bestimmte Position oder Vorgehen zu? Also sagen wir mal so, wir sind ja als Verwertungsgesellschaft noch nicht aktiv, und wir haben jetzt unsere erste Generalversammlung im August, und all diese Dinge müssen natürlich unsere Mitglieder beschließen. Das heißt, wir haben natürlich als Verwaltungsrat sind wir aktiv tätig, seit wir die Genossenschaft gegründet haben, letztes Jahr im September, und machen Vorschläge. Ne, also da fließen natürlich auch die persönlichen Meinungen der einzelnen Mitglieder im Verwaltungsrat zusammen, und da wird darüber diskutiert. Also ich bin persönlich auch oft und gerne ein Vertreter von etwas radikaleren Positionen, sage ich mal. Ich habe viel Collagen zum Beispiel gemacht, ja? Und Collagen leben davon, dass ich was benutze, was eben nicht mir gehört. In der Regel, ich kann natürlich auch meine eigenen Werke collagieren, aber in der Regel sind das Zitate, die natürlich auch dadurch interessant werden, dass sie eben einen Wiedererkennungswert haben. Und ich frage mich, würde also eine Kunstform wie die Collage heute überhaupt existieren können, wenn es damals diese rigide Durchsetzung von Eigentumsrechten irgendwie schon existiert hätte, ja? Da kommt man dann jetzt wirklich in so eine Grundsatzdiskussion, da kann man auch wunderbar drüber diskutieren. Ich persönlich glaube an ein Recht auf Remix. Ich komme aus dem Hip-Hop, ich habe jahrelang Hip-Hop gemacht. Und wir haben viel live gearbeitet, natürlich mit Platten. Und die sind natürlich, das sind Urheberrechte anderer Künstler, und das sind auch Leistungsschutzrechte anderer Künstler, weil auch eben Interpreten, die jetzt keine Komponisten sind, auf diesen Alben vertreten sind, eben als Interpreten. Und dadurch entstehen neue Kunstform, und das darf man nicht durch Eigentumsverhältnisse behindern. Das ist meine Meinung, das ist Kultur. Mashup zum Beispiel, ja, das wäre nie entstanden, wenn es nicht einfach einen Haufen DJs gegeben hätte, die gesagt haben, ey, das ist eine Kunst, wie ich die Dinger hier zusammenmische, und ich nehme jetzt den Beat Funky Drummer von einem James Brown Song und pack da jetzt Madonna drauf, und dann kommt eben noch das und das Element, und die Leute tanzen dazu, und das ist toll. Das ist super, und sowas sollte auch als kreative Arbeit anerkannt werden, und dann muss man sich zusammensetzen und überlegen, wie kann man denn so eine Kreativität eben auch belohnen im Endeffekt, also finanziell gesehen. Und es gab diese geile Aktion damals von The KLF, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, das waren ein paar englische Künstler, die jetzt nicht unbedingt nur Musik gemacht haben, aber die haben damals zum Beispiel diese Aktion gemacht, die hatten einen Top-Hit gelandet, und da war eben eine Basslinie von ABBA, glaube ich, war es sogar, und drunter, und dann mussten die gesamte Produktion einstampfen und hatten aber natürlich schon Gelder verdient, und dann haben die eine Aktion daraus gemacht, eine Kunstaktion, die haben damals 1 Million Pfund verbrannt. Ja. Einfach um das wieder zu verwerten, diesen Schwachsinn, und zu sagen, ja Moment mal, was ist denn, worum geht's denn hier eigentlich? Ne? Und dann hat aber auch noch das, ich glaube, es war das britische Nationalmuseum, denen 1 Million Pfund für den Ascherhaufen geboten, und
Ne? Um das da, weißt, Problem also, gehabt. Und das fand ich auch eine super, super Ansatz. Das war in den 80er Jahren damals, da hat noch keiner darüber nachgedacht. Aber das war halt schon eine sehr visionäre Aktion, fand ich, einfach mit diesem Thema umzugehen. Und es kann nicht sein, dass eben Leute, die Urheberrechte halten, die ja in der Regel noch nicht mal selbst das tun, sondern das wird dann eben getan über die Vereine und Verbände, in denen die Mitglieder sind, quasi in Vertretung. Im Namen derer wird das durchgezogen, aber ich kenne zum Beispiel auch unheimlich viele Künstler, die in der GEMA sind, die das nicht gut finden, wie das läuft in der GEMA, die aber auch jetzt, sagen wir mal, nicht die Muße und nicht die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen und dann einfach notgedrungen da drin bleiben, das vielleicht auch thematisieren auf einer Mitgliederversammlung, aber sich auch dann schon darüber im Klaren sind, dass sie das jetzt nicht ändern werden können oder können werden und die dann mir auf die Schulter klopfen und sagen, ey, bleib dabei und mach das mal, der Hühnerstall ist in Aufruhr und das ist eine gute Sache. Und, ne, und man hat ja auch gesehen, also in den letzten 2-3 Jahren hat sich schon einiges getan, ne, auch innerhalb der GEMA. Also die sind jetzt schon deutlich merkbar dabei, sich selbst auch ein bisschen einzustellen darauf. Ne. Also gerade die Zusammenarbeit mit euch zeigt ja, dass sie da schon jetzt langsam in Zugzwang geraten und das ist natürlich auch ein Verdienst der Clubbetreiber, der Musiker, der Mitglieder, die sich kritisch äußern, aber eben auch der Tatsache, dass sie jetzt eine Konkurrenz vor der Tür haben. Da muss man natürlich von Projekt zu Projekt gucken, wie Projekte oder Arbeitsgruppen, die ich vorhin vorgestellt habe, die sind zwar positiv zu bewerten, aber auf der anderen Seite ist noch ganz, ganz vieles bei der GEMA im Argen. Und das war jetzt so eigentlich fast das Einzige, was positiv zu bewerten ist, außer dass wir miteinander durchaus uns mal unterhalten, auch auf Vorstandsebene, wenn es um GEMA-Tarifverhandlungen geht im Bundesverband, da ist noch einiges im Argen. Also das Verständnis für die Realitäten in der Welt ist noch nicht so da, noch längst nicht so da, wie wir das gerne hätten. Manchmal erinnert die GEMA mich so ein bisschen an die Deutsche Post oder Deutsche Telekom von vor 25 oder 30 Jahren, sagen manche Bezirksdirektoren sogar unter der Hand selber von sich selber. Und ja, ich meine, der Argumentation kann ich natürlich schon folgen, die du gerade sagst. Ich muss gerechterweise aber auch sagen, es gibt natürlich schon die Urheber, von denen auch viele auch von der Hand in den Mund leben. Das sind etwa, die GEMA hat, glaube ich, 64.000 Mitglieder und 3.500 ordentliche Mitglieder. Ich glaube, so etwa roundabout sind die Zahlen mit den 95%, lagst du da schon richtig. Und du lagst damit richtig. Und diese 60.000 GEMA-Mitglieder und Urheber oder urheberrechtlich relevante Menschen gibt es immer noch viel mehr. Da leben viele von der Hand in den Mund, kennen wir ja alle. Der hungernde arme Künstler, ich meine, der muss ja auch irgendwo von leben. Und wenn er nur 3,65 Euro bekommt im Monat von seinem GEMA-Ton-Team, das ist für manch einen viel mehr Geld, als es vielleicht für den bereits zitierten Dieter Bohlen ist. Und irgendwie muss es ja eine Verwertungsgesellschaft geben, die sowas überwacht, dass auch diese Menschen ihre Tantiemen bekommen. Also das muss man von der anderen Seite natürlich auch betrachten. Es gibt natürlich auch diesen Irrsinn mit den ABBA-Liedern. Ich kenne einige DJs, die ABBA, übrigens auch Lena Valaitis oder andere, Howard Carpendale, Remix in die Clubs gebracht haben und im Gottes Willen darauf besorgt sind. Gib das bloß nicht weiter, sag bloß nicht, dass das von mir ist. Der Track läuft absolut geil, ich werde damit jedes Mal gebucht, aber gib das bloß nicht weiter auf YouTube oder sonst was, dass herauskommt, dass ich das gespielt habe, sonst fragen sie mich, wo ich herkomme und habe ein rechtliches Problem. Das gibt es natürlich umgekehrt dann auch auf der Seite. Aber es kommt doch noch was anderes dazu, das ist nämlich die Frage, und es, also ich glaube, man muss immer unterscheiden, dass es gibt einmal so eine rechtliche Argumentation, dann gibt es eine künstlerische oder eine ästhetische, und die haben oft nichts miteinander zu tun. Also einerseits ist sozusagen das Sample, was nicht geklärt ist, ist ein Riesenproblem, andererseits ist aber in einem ganz anderen Bereich von Argumentation, der nicht rechtliche Bereich ist, ja die Frage, ich nehme das Sample, mach daraus ein neues Stück. Was ist es denn dann für ein Stück? Nur, weil es auf was anderem beruht, aber alles beruht auf was anderem. Alles, einfach alles. Das stimmt nicht. Man kann nicht sagen, sonst kann man sagen, die meisten Stücke von Popmusik, die haben eine Harmonik, die ist hunderte von Jahren alt, die haben Taktvorgaben, die sind hunderte von Jahren alt. Wer hat denn das erfunden? Das lässt sich nicht klären, wer das erfunden hat. Ein bestimmter Sound, das kann mir niemand erklären, dass jemand einen bestimmten Sound erfunden hat. Das sind maximal technische Geräte. Da wird es total schwierig. Wer hat den Sound erfunden? Wer hat das erste Mal einen Vocoder benutzt? Wer ist der Urheber dafür? Der Hersteller des Vocoders? Der Programmierer? Der erste Bastler, der so ein Ding gebaut hat? Der erste, der das mal ausprobiert hat? Nee, im Zweifelsfall ist es dann nämlich Kraftwerk. Wieso ist es eigentlich Kraftwerk? Das ist total schwierig. Rechtlich wird aber so getan, als sei es klar. Das ist, also da ist eine Riesendiskrepanz zwischen
sozusagen einer Vereinfachung eines total komplizierten kulturellen sozusagen Abhängigkeitsgefüges. Und also den kann man jedenfalls aus der Seite von Musikern, ich bin total sprachlos darüber. Also da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Das ist völlig absurd. Es gibt also man kann dann wiederum lernen aus anderen Bereichen, also zum Beispiel in der bildenden Kunst. Es gibt ja berühmte Künstler, das heißt dann Appropriation Art, das ist sowas ähnliches wie Mashup oder Samplen oder sowas alles. Richard Prince, berühmtes Beispiel, das ist der Typ, der diese Marlboro-Reklamen schon in den 60er Jahren abfotografiert hat. Das sind die Fotos, die am allerteuersten bei Auktionen bei Christie's und Sotheby's verkauft werden. Was hat der gesagt? Was macht er? Der hat gesagt, the choice is the act. Das heißt, die Auswahl ist alles, was ich machen kann. Ich kann nur wählen. Ich kann sozusagen wählen, den Winkel, das, das oder das. Das ist alles, was ich mache. Künstlerisch ist für mich nicht mehr drin. Okay, was ist jetzt los? Da kann der eigentlich nach herkömmlicher Rechtsprechung kann er sagen, okay, du machst deinen Laden zu oder du landest im Gefängnis. Was passiert ist, Jahrzehnte später kam plötzlich jemand an und hat den verklagt. Das war gar kein Print, den er selber verkauft hat. Das war schon Secondary Markt, das war also schon auf einer großen internationalen Auktion, gehörte dem gar nicht. Wer hat ihn verklagt? Es war nicht der Fotograf, der diese Marlboro-Reklame aufgenommen hat, sondern es war Philip Morris, weil die plötzlich gesagt haben, da verdient einer was mit unserer Reklame, da wollen wir einen Teil von abhaben. Hatte der gar nichts mehr direkt mit zu tun, also auch wieder eine völlig absurde Geschichte, hat der Richard Prince den Fotografen kontaktiert, hat gesagt, sag mal, ist es für dich eigentlich okay, was ich hier mache, hat der Fotograf gesagt, ich bin damals bezahlt worden, ich finde das total gut, dass diese Sachen in einem anderen Kontext auftauchen. Ich finde es super, ich fühle mich geehrt. Tausend Dank, dass du das machst. So kann es ja auch gehen. Philip Morris hat auch nicht recht bekommen. Nächstes Problem, das amerikanische Recht. Das wäre eventuell hier wieder ganz anders ausgegangen. Also, wie soll das jetzt gerade nochmal gut geregelt werden? Ja, das ist schwierig. Das ist total schwierig. Also es gibt ja einen Kreislauf, den wir haben, aus Musiknutzern, Urhebern, Interpreten etc. oder selbst Laptop-Produzenten, Plattenspieler-Produzenten, die zahlen ja alle ihre GEMA-Gebühren und dadurch nimmt die GEMA jedes Jahr 840 Millionen Euro ein, wovon 15% eben für deren Admin-Kosten zur Verfügung stehen, roundabout 15%, und der Rest an die Urheber eben ausgeschüttet wird. Das System an sich ist ja eigentlich gar nicht grundlegend verkehrt, zumindest selbst wenn man rein idealistisch, wie du sprichst, ein anderes System bevorzugen würde. Auch der Argumentation kann ich letzten Endes folgen. Da müsste man einmal richtig kräftig auf den Tisch hauen, damit dieser Tisch zusammenbricht, beziehungsweise nicht dieser, sondern unser Konstrukt zusammenbricht, und möglicherweise kriegen wir dann aber auch sofort am nächsten Tag ein System, was funktioniert. Ist natürlich nicht wirklich realistisch. Insofern würde ich wahrscheinlich deswegen eher am bestehenden System herumdoktern und es möglichst gerecht für möglichst viele Seiten machen. Und da mag der eure Schritt der richtige sein, aber ich finde auch wichtig, nur wer Vision hat, kommt weiter. Ich finde auch wichtig, dass man Visionen nach oben, nach unten hoffentlich nicht hat, aber auf jeden Fall, dass man Ideale hat, für die es sich lohnt zu kämpfen. Und dann kommt man mit der Realität möglicherweise auch an die Ideale möglichst weit heran. Aber Realität ist natürlich immer noch mal was anderes. Aber also, wir sitzen ja hier unter dem Logo das ABC des freien Wissens. Also diese Diskussion hat eigentlich nichts damit zu tun, weil es geht letztendlich um Claims. Es geht die ganze Zeit um Claims und dann gibt es sozusagen die, sagen wir mal, die CDU-Variante und die SPD-Variante der Claims. Also sozusagen das keynesianische Modell, das ist dann vielleicht ein bisschen besser, weil man etwas mehr reinreguliert und sagt, okay, wir machen es ein bisschen gerechter. Das hat mit freiem Wissen, mit Wissensaustausch, mit Zugänglichkeit, letztendlich hat es damit leider nichts zu tun. Ja, also um nochmal darauf zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast. Ne? Also ich finde, es im Moment, als ich ausgetreten war, war es für mich so, ich stand halt auf dem Balkon und dachte so, ja, was habe ich denn da jetzt eigentlich gemacht? Meine Kumpels sagen zu mir, ey Danny, was soll das? Du hast eh schon nicht besonders viel Geld, hast drei Töchter zu ernähren und jetzt trittst du aus der GEMA aus, dann bist du komplett irrsinnig. Und ich aber einfach irgendwie, weil ich eben auch Idealist bin, gesagt habe, ich kann da einfach nicht mehr länger mitmachen, das ist einfach total unfair und ungerecht und ineffizient und kulturblockierend und das geht einfach nicht mehr für mich so. Und dann, aber wie das halt so ist, man ist halt dann immer mal wieder am Knapsen und dann denkt man sich, oh mein Gott, was habe ich da gemacht? Und dann irgendwann war mir klar, okay, du musst selbst irgendwie gucken, dass du irgendeine Alternative auf die Reihe kriegst. Und damals war die Idee, mit ein paar Leuten zusammen halt diese Copycan-Geschichte zu machen, was also im Endeffekt nichts anderes ist als ein Crowdfunding-Tool. Das hat aber nicht funktioniert, weil es einfach ein bisschen zu früh war.
Also heute läuft sowas. Es gibt eine Menge Bands, die über Crowdfunding sich finanzieren, ihre Alben veröffentlichen, ihre Touren finanzieren. Das ist mittlerweile eins von vielen Konzepten, wie man selbst durch eigene Aktionen was erreichen kann, mit seiner Community, mit seinen Fans zusammen quasi in Betrieb am Laufen zu halten. Und für mich ist es halt einfach auch ein schöner Moment gewesen, als ich gemerkt habe, es gibt noch andere Leute, die wirklich bereit dazu sind, jetzt ein paar Jahre zu investieren, ehrenamtlich, ohne Kohle, jeden Tag stundenlang dafür zu arbeiten, eine eigene neue Verwertungsgesellschaft zu gründen. Und das braucht es halt auch. Und das ist für mich auch gelebte gesellschaftliche, kulturelle Arbeit, um einfach einen Missstand zu beseitigen durch die Eröffnung einer alternativen Möglichkeit. Weil darüber schimpfen, das haben wir ja alle gemacht. Ne? Also immer nur rummeckern ist halt unheimlich leicht. Aber es braucht eine Menge Arbeit und Zeit und Leute, um das wirklich zu schaffen. Und wir waren super froh, als wir gemerkt haben, dass es wirklich Tausende von Menschen da draußen gibt, die uns unterstützen. Ich meine, wir haben in diesem Crowdfunding wirklich so viel Geld eingesammelt. Ja, also wir haben ja zwei Crowdfundings gemacht. Beim ersten waren wir schon so um die 150.000 und dann haben wir nochmal eins gemacht. Und dann hatten wir am Schluss etwas mehr als 180.000 und dachten uns, ey, mein Gott, guck mal an, da ist ja wohl jetzt endlich mal zur rechten Zeit, weißt du, also das, für mich war das auch persönlich ein Novum, weil ich schon immer wieder erlebt habe, dass man, wenn man nicht den richtigen Zeitpunkt erwischt, dann kann die Idee so gut sein, wie sie will. Wenn du zu früh da bist, versteht es keiner, wenn du zu spät kommst, dann gibt es die schon. Und diesmal war einfach der Punkt erreicht, wo wir gemerkt haben, ey, das ist genau zur richtigen Zeit passiert ist. Und das ist nur durch die Mitarbeit von all den Leuten möglich, die das unterstützen. Und dann auf der Demo damals in der Keitstraße bei der GEMA-Zentrale 2012, da haben wir unsere ersten Flyer verteilt. Und ich habe noch nie so viele lachende Gesichter vor mir gesehen, die sagen, yeah, yeah, super, jetzt, ihr macht das jetzt und das finden wir toll und wir machen da mit und so. Ne? Und das ist halt einfach, so funktioniert das auch. Ne? Und wo es dann hinführt, das wird man sehen. Ne? Also das ist jetzt einfach nur ein Schritt in eine Richtung. Ob das System von Verwertungsgesellschaften zukunftsträchtig ist, das weiß ich nicht. Das von meiner persönlichen Überzeugung wäre es mir am allerliebsten, das war nämlich auch das Grundkonzept von dem Copycan-Ding damals, das baute auf dem Street-Performer-Protokoll und ging davon aus, dass Menschen Musik gerne subventionieren und es ging eigentlich ums Straßenmusik machen. Das war so das Grundkonzept der Geschichte, zu sagen, okay, ich spiele hier, ich lasse den Hut rumgehen und am Ende des Tages kann ich mir was zu essen kaufen und habe ein Dach über dem Kopf. So. Das heißt, das würde aber bedeuten, dass wir eine offene Gesellschaft haben, die unheimlich viel auf Freiwilligkeit basieren müsste und die Leute wirklich auch bereit wären. Und das geht aber nicht in einer Gesellschaft, die nur auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist und dir eine CD verkauft, die in der Herstellung viel billiger ist als eine Schallplatte, für aber den doppelten Preis. Weißt du? Oder Filme, die billiger zu produzieren sind heute durch technologische Fortschritte, die Tickets für die Kinos aber immer teurer werden, weil auch die Immobilienbranche auf Gewinnmaximum, also das Ganze ist ein riesiges Konstrukt unserer kapitalistisch orientierten Gesellschaft und ob wir das so schnell ändern werden, das weiß ich nicht. Aber man kann eben Schritte machen, ne? Man kann durch die Kunst natürlich sich ausdrücken und das war mir immer der liebste Weg, weil ich da Lust drauf habe und das gerne mache. Und man kann aber auch eben durch die Gründung von Genossenschaften zum Beispiel, das Baugenossenschaften kennen wir alle, ne, wo einfach korrekte Mieten gezahlt werden für Wohnraum, wo eben nicht irgendjemand dahinter steht, der einfach nur sein Konto immer fetter machen will. So. Also das muss man der GEMA wirklich lassen. Der eine Gag sei mir noch erlaubt. Also in der Keitstraße 2012 bei der Demo, wo also sämtliche Clubs Wagen gestellt haben, Reden geschwungen haben, wo Politiker aller Landtagsfraktionen in Berlin anwesend waren, selbst der Chef der Senatskanzlei eine Rede geschwungen hat, um für uns zu sprechen. Das hat die GEMA tatsächlich geschafft, dass sich so viele Menschen auf die Straße bringen lassen bei einem eigentlich eher trockenen Thema wie GEMA oder Verwertungsgesellschaften. Und letzten Endes sogar eine fröhliche Demo gefeiert haben. Das hat einen fast so ein bisschen an die Love Parade erinnert von vor 25 Jahren. Die hat ja gerade oder fast demnächst Jubiläum gehabt oder hat. Und das war eine super geile Aktion. Das hat genau dieses Wir-Gefühl wieder mal hervorgerufen, was du gerade beschreibst, wo du dich gewundert hast mit dem Crowdfunding für eure C3S mit den 180.000 Euro. Da ist mehr Unterstützung für unsere Anliegen, als man eigentlich ursprünglich denken mag. Ja.
Ja, alles total interessant. Ihr habt jetzt sehr gut, super interessant hier untereinander noch weiter diskutiert. Ihr seid auch so ein bisschen so, finde ich, in der Reihe von euren Ansichten her, also so gestaffelt. Also du denkst ja, also siehst es ja eigentlich eher so, dass praktisch der Musiker so als der Arbeiter am kreativen Prozess und die Musik steht eigentlich im Mittelpunkt, ne? Und der während du ja sehr auf dem Urheberrecht, also das Urheberrecht gar nicht, also komplett abschaffen würdest, womit ja auch bedeutet, dass die Verwertungsgesellschaften und C3S und alles diese Dinge, die ja alle auf dem Urheberrecht irgendwie aufbauen, auch Creative Commons baut ja auf dem Urheberrecht auf, dass das für dich eigentlich alles komplett nicht sinnvoll ist. Ich beobachte einfach die Realität und ich sehe zum Beispiel das Creative Commons, das ist letztendlich, habe ich den Eindruck, nicht funktioniert, weil das nicht durchsetzbar ist. Das ist sozusagen, das ist ein schöner Gedanke und das sagt ja sogar, Lawrence Lessig sagt ja auch, der macht das ja letztendlich nicht weiter, weil der sagt, nee, an dem Punkt kann man es gar nicht machen. Das ist Lobbying, was das Problem ist. Der arbeitet ja jetzt seit einigen Jahren daran, dass er sagt, also jetzt in den USA, das Lobbying im US Senate, das ist das Problem. Und natürlich so Leute wie iRights, die sind in Brüssel die ganze Zeit. Warum sind die in Brüssel? Weil da die Weichen gestellt werden. Da kann man irgendwie, also ich glaube, das funktioniert letztendlich nämlich noch viel brutaler, als wir uns das vorstellen. Weil da so sozusagen von einer kleinen Gruppe massive wirtschaftliche Interessen verfolgt werden. Das ist das Problem. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir versuchen das ein bisschen. Das kommt mir so ein bisschen vor, wie jetzt bei dieser Debatte mit Erbschaftssteuer oder so. Ich denke, was ich da wieder gehört habe, denke ich, ja, wie kann man sich denn dazu verhalten? Ja, natürlich kann man es, es kann sozusagen ein bisschen besser werden. Also wir haben ja in den 90er Jahren Clubs gemacht, ich hatte auch einen Club letztendlich. Ja, wir haben einen GEMA-Bogen ausgefüllt, wir haben nicht keinen GEMA-Bogen ausgefüllt. Das ist klar, wenn man das aber professionalisiert, sobald kann man sagen, von Becks der Kühlschrank da drin steht, da wird es schwierig, das ist klar, wird es schwierig. Wir haben auch, wenn man vorne einen hinstellt, der Eintritt verlangt, kann auch aber sagen, da steht Bier, da ist ein Schälchen, tu Geld rein, das funktioniert aber natürlich nur in einer bestimmten Größe, das ist auch klar, das ist natürlich was anderes, das kann man nicht direkt vergleichen. Also, man kann es nicht direkt vergleichen. Ich glaube, ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber ich denke mir, dass man also von der Seite von, also wir machen Musik, wir machen Filme, wir machen irgendwie solche Sachen, man muss sich unheimlich stemmen dagegen. Also das, was ich dir vorhin erzählt hatte, irgendwie, wenn man mit Arte verhandelt über Film, kann ich nur sagen, es ist innerhalb von 3 Minuten ist man beim Urheberrecht und mehr oder weniger 2 Wochen später ist es klar, es läuft absolut nicht. Das ist auch nicht damit getan, dass man sagt, ich unterschreibe euch sozusagen blanko, dass ich alle Rechte habe. Das machen die einfach nicht. Das machen die nicht. Also kann ich jetzt sagen, gut, das Urheberrecht muss ein bisschen softer gehandhabt werden. Nee, das hat damit nichts zu tun. Ich glaube nicht, dass man da weiterkommt. Da kann man eigentlich sagen, okay, scheiß auf den Laden. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Da wird sozusagen auch ein etwas besseres Urheberrecht nichts dran ändern. Ich müsste letztendlich in 10 Urheberrechts, in 10 Verwertungsgesellschaften sein. GVL, also ich bin sozusagen praktischer Musiker, ich beschreibe auch Sachen, also VG Wort, und so weiter. Also will ich in 10 Verwertungsgesellschaften sein, wo ich jeweils, also da sozusagen am untersten Rand ein bisschen Geld kriege. Also es leuchtet mir nicht ein. Das würde jetzt sozusagen der viel zitierte Bohlen, der würde darüber anders reden, ist klar. Ja, es ist natürlich aber schwierig. Dessen Interessen, die vertreten wir ja hier gar nicht. Es ist natürlich schwierig, ich rede ja ganz viel als Bundesverband mit Politikern, die im Bundestag sitzen, von allen möglichen Fraktionen. Wir streiten oder wir haben uns auch mit der GEMA vor deren Augen gestritten, damit die mal sehen, welche Emotionen da auf beiden Seiten hochkochen, welche Argumente geliefert werden. Das war zum Teil schon irrsinnig, fast schon komisch irgendwie oder grotesk wenigstens. Und reden mit allen Fraktionen, die wollen zwar schon ans Urheberrecht ran, aber von verschiedenen Seiten, je nachdem welche politische Fraktion. Und es ist einfach in den nächsten 20, wenn nicht 50 Jahren nicht abzusehen, dass dieses Urheberrecht in seinen Grundmauern geändert wird, weder in Deutschland noch in Europa. Deswegen bin ich vielleicht auch im Reden eher der Pragmatiker, der da irgendwie versucht, manche Nuancen zu ändern, die uns vielleicht passt oder nicht passt. Das kriegt man vielleicht nochmal hin.
Und ich habe das Gefühl, die jetzige Bundesregierung will immer einen großen Wurf machen. Die versucht, möglichst vielen lobbyistischen Gruppen gerecht zu werden, auf den Künstlern auf der einen Seite, den Musiknutzern auf der anderen Seite, vielleicht noch irgendwie YouTube und der GEMA irgendwie auch noch. Und dann schiebt sich immer weiter raus, je mehr Leute beteiligt sind, viele Köche verderben den Brei, desto weniger funktioniert. Und ich glaube auch innerhalb dieser Legislaturperiode werden wir keine Änderung des Urheberrechts hinbekommen, so gerne ich es hätte. Wenngleich es im Koalitionsvertrag steht von CDU und SPD, die sich ja vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr zusammengeschlossen haben, die beide von angemessenen Tarifen reden und es muss ein gerechtes Urheberrecht, dafür wollen sie sich einsetzen, aber ich sehe das noch nicht, dass umgesetzt wird. Leider. Also wir haben ja auch viel darüber diskutiert, wie man das machen kann, wo man ansetzen muss. Und wir dachten, es ist eben, wie du schon sagst, nicht abzusehen, dass sich das in den nächsten Jahrzehnten groß ändern wird. Und wir dachten dann einfach, wir haben ein bestehendes Urheberrecht und das ist nicht das Schlechteste. Die Art und Weise, wie es durchgesetzt wird und von wem und ne, wessen Interessen da im Vordergrund steht, das ist eigentlich eher ein bisschen das Problem in der ganzen Geschichte für uns, also für mich persönlich auf jeden Fall. Wir dachten, okay, wir machen was, wo wir eben nicht darauf warten müssen, dass das Urheberrecht erstmal geändert wird, damit man endlich mehr Gerechtigkeit bekommt, sondern wir nehmen das, was wir haben und arbeiten mit dem, was möglich ist, jetzt sofort. Ne? Und da erschien uns schon, also oder ist auch de facto so viel zu tun, jetzt schon, was man jetzt schon machen kann, was man besser machen kann. Und dass wir einfach gesagt haben, ja, wir machen jetzt diese Verwertungsgesellschaftsalternative und versuchen es einfach besser zu machen. Und ist natürlich ein großer Anspruch für eine Handvoll Leute. Und so hat sich die GEMA auch lange uns gegenüber gegeben, wobei man immerhin sagen kann, sie haben sich neutral ihren Mitgliedern gegenüber geäußert, dass es uns jetzt gibt und dass wir da an den Start kommen wollen und haben ihre Mitglieder informiert über ihre Webseite. Und das war noch sehr wertfrei. Die sind ja auch nicht, sage ich mal, erst seit gestern im Geschäft und wissen natürlich, wie man sich öffentlich äußert zu so einer Sache. Was viel schlimmer ist, ist, wenn man sich auf Facebook oder so die Diskussionen von Mitgliedern der GEMA, die mit ihrem Halbwissen da Gerüchte über uns verbreiten. Wir würden dafür sorgen, dass man Musik nur noch verschenken kann, dass niemand mehr damit Geld verdienen kann und wir würden den Künstlern die Preise kaputt machen und also haarsträubende Geschichten werden da verbreitet. Das ist aber natürlich klar, darauf waren wir gefasst und wir sind auch auf noch viel schlimmere Sachen gefasst. Also wir haben uns da schon auf eine Schlammschlacht auch eingestellt, gehen aber von uns auch an die Sache so ran, dass wir sagen, wir müssen auch gesetzlich vorgeschriebenermaßen mit der GEMA zusammenarbeiten, wenn wir denn eine Lizenz bekommen. Dann müssen wir mit denen zusammenarbeiten und das wäre natürlich sehr unklug, jetzt hinzugehen und sich gegenseitig die ganze Zeit gegen Schienbein zu treten und versuchen da so sachlich wie möglich und auch gerade in unseren öffentlichen Verlautbarungen und Pressemitteilungen und so eben diese Anti-GEMA Geschichte einfach beiseite zu lassen. Also wir wollen ja eben, dass diejenigen Künstler, die halt auch gerade im kulturellen Bereich jetzt eben nicht an der Spitze stehen, sondern die in den Clubs, in den subkulturellen Veranstaltungsorten stattfinden, und das sind nun mal einfach unheimlich viele. Also ich komme aus Berlin, gerade für Berlin kann ich sagen, hier wird nicht viel Dieter Bohlen aufgelegt. Ja? Also Entschuldigung Dieter, es geht jetzt ja nicht gegen dich nur, das kann ja auch Maffei sagen oder wen auch immer. Und ich glaube, dass die auch positiv eingestellt sind im Prinzip, ne, wenn sie jetzt nicht, sag ich mal, sich nur auf so einen ganz einfachen Standpunkt stellen und sagen, ja, die machen das Geschäft kaputt. Na klar, Konkurrenz belebt das Geschäft, sagen die einen, die anderen haben Angst, dass sie hinterher kein Geld mehr verdienen. Ne, ist ja klar, ist ganz normal. So. Aber ich glaube halt, dass wir mit dem bestehenden Urheberrecht was machen können, was für mehr Verteilungsgerechtigkeit sorgt, was dafür sorgt, dass auch näher an der Realität ausgeschüttet wird, dadurch, dass man technologisch einfach mittlerweile in der Lage ist, zu erkennen, welches Werk wo gespielt wird. Also man könnte hingehen einerseits, was die GEMA ja auch macht, allerdings nur stichpunktartig zu gucken, was wird denn da tatsächlich gespielt. Und das wird dann statistisch hochgerechnet. Das ist aber eben sehr ungenau. Ne? Aber man kann doch durchaus mittlerweile feststellen, welche Lieder laufen da tatsächlich. Ne? Und das zum Beispiel möchten wir gerne erreichen. Das kann aber auch nur auf Freiwilligkeit basieren. Also wir sind dann auf die Zusammenarbeit mit den Clubs angewiesen, mit den Bands, mit den Musikern, den Interpreten, den Autoren und Komponisten und wollen gemeinsam versuchen, das Ganze zu verbessern. So, das ist unser Ansatz. Und deswegen kommt von uns, also
da können, ne, wir werden uns nicht gegen das Urheberrecht aussprechen, wir werden uns auch nicht öffentlich gegen die GEMA aussprechen, wir werden sie kritisieren, aber wir werden nicht das Prinzip einer Verwertungsgesellschaft in Frage stellen, weil wir gründen gerade eine. Hm. Okay. Ja, drei unterschiedliche Ansätze zum ähnlichen Problem. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt mal Schluss. Vielleicht gibt es noch eine Frage aus dem Publikum dazu. Oder aus dem Stream. Ja. Ja, mir ist auch schon zugeraunt worden. Es gibt durchaus Fragen. Ich würde eine direkte Nachfrage gerne an Danny stellen. Ich habe über diese Gründungsbewegung von C3S überhaupt erst gelernt, dass man eine Verwertungsgesellschaft vom Deutschen Marken- und Patentamt anmelden muss und da die Lizenz erhält. Kannst du was sagen zum voraussichtlichen Zeitplan? Weil es gibt da immer unterschiedliche Wasserstandsmeldungen zu. Also die Fördermittel, die wir vom Land Nordrhein-Westfalen erhalten, sind jetzt sozusagen freigegeben. Wir sind jetzt seit 2 Monaten so circa dabei, konkret also zu arbeiten mit dem offiziellen Start des Projekts, die Software im Endeffekt herzustellen. Und wer schon mal sich mit Softwareprojekten auseinandergesetzt hat, der weiß, dass es da unheimlich viel gibt, was man im Vornherein schon planen muss, muss eine Analyse herstellen, was brauchen wir denn überhaupt, was muss die Software denn können. Also haben wir uns ein bisschen Zeit gegeben. Unser Zeitplan sieht vor, dass wir vermutlich frühestens im nächsten Herbst, also im Herbst 2015, voraussichtlich diesen tatsächlichen Antrag auf die Lizenz beim DPMA stellen werden. Also etwas mehr als ein Jahr wird sicherlich noch dauern. Hat natürlich einen Grund, warum es 100 Jahre lang oder 110 Jahre lang nur die GEMA als Verwertungsgesellschaft gab. Es gab sicherlich schon mal vorher die Idee, eine Verwertungsgesellschaft zu gründen, aber eine Verwertungsgesellschaft zu gründen ist im Urheberrecht festgeschrieben, wie das auszusehen hat, welche Voraussetzungen man dann erfüllen muss, etc. pp. Das ist ein irrsinns langer, jahrelanger Weg. Und deswegen mag sich das jetzt lange anhören, was er gerade sagt, aber es ist tatsächlich so. Wir haben das selber recherchiert, beziehungsweise kann man jeder nachlesen im Internet, Urheberrecht. Und da steht es eben drin, welche Voraussetzungen man erfüllen muss. Und das hat natürlich einen Grund, wie gesagt, dass 110 Jahre lang keiner gemacht hat. Auf diese jahrelange Auseinandersetzung mit Behörden, mit dem DPMA, eben auch Deutsches Patent- und Markenamt, oder politischen Konstellationen, da hatte einfach auch keiner Bock oder die Nerven dazu, das so lange durchzuhalten. Deswegen, ich drücke die Daumen. Ja, also es ging ja schon damit los, sag ich mal, dass wir eine Genossenschaft gründen wollten. Dann hieß es, okay, dann mach doch mal eine Satzung. Ach so, ja stimmt, man braucht eine Satzung. Ja gut, was muss denn da drin stehen? Ah, okay, also dann wälzt du die Bücher. Und ne, hast natürlich, wir haben Juristen, die bei uns mitmachen und so. Und das sind alles Prozesse, die dauern einfach. Bis so eine Satzung, wie man sie gerne hätte, dann eben auch rechtlich abgesichert, tatsächlich dann auch abgesegnet ist und dann eine Zulassung, nachdem wir die Genossenschaft gegründet haben, hat es auch ein halbes Jahr gedauert, bis die Genossenschaft überhaupt eingetragen war. Also da konnten wir gar nichts dran machen. Ne, da wurde geprüft, dann natürlich auch helle Aufregung beim Genossenschaft. Ja, wir sind, glaube ich, die 5. europäische Genossenschaft, die es in Deutschland überhaupt gibt. Die sagen, oh, eine europäische Genossenschaft, wow. Wie machen wir das dann überhaupt? Kollegen haben erstmal Plenum gemacht, was ist denn jetzt genau? Ne? Und also diese Prozesse dauern einfach ewig lang. Und wir machen das jetzt halt so, wie gesagt, seit 2010. Wir haben jetzt auch schon 4 Jahre auf dem Buckel, sind im 5. Jahr. Und wenn es dann tatsächlich nächstes Jahr im Herbst soweit ist, dann super, nur 5 Jahre. Ja, ich habe 2 Fragen. Die erste ist eigentlich ganz kurz und zwar zur GVL würde ich gerne eure Meinung hören. Ist die für manche so ein bisschen eine kleine Alternative zur GEMA oder ist das eigentlich genau das Gleiche? Ich bin GVL-Mitglied. Das ist was anderes. Das ist die Verwertungsgesellschaft für ausübende Musiker. Das hat nichts mit Musikrechten zu tun, sondern hat was mit Interpretenrechten zu tun. Und das ist ein Unterschied. Also das heißt, es ist ein ganz völlig getrennter
Bereich. Also es gibt auch keine Überschneidung zwischen den beiden. Dazu kann ich nur sagen, dass die GVL gerade Gesellschaft für irgendwas. Verwertung von Leistungsschutzrechten. Genau, die Abkürzung kann ich jetzt nicht auswendig. Auf jeden Fall, die GVL, die steht auf jeder Rechnung eines Musiknutzers, zumindest derjenigen im Diskotheken- und Clubbereich drauf. Und da sind 26% der GEMA-Rechnung für die GVL fällig. Die GVL ist dann hingegangen vor ein paar Jahren und hat gesagt, wieso denn eigentlich nur 26%? Warum sollen Interpreten schlechter gestellt sein als Urheber? Wir fordern doch mal einfach 100%. Das ist wieder dieses typische Ding, wo ich sage, also geht's noch? So, und die haben das dann eingebracht, haben das versucht herbeizuklagen. Die Klage ist im Moment der Stand, habe ich gerade letzte Woche erst im Internet gesehen, auf musikmarkt.de, dass die Klage erstmal zurückgestellt worden ist, ist aber immer noch nicht abgewiesen. Die wollen also tatsächlich von 26% auf 100% hoch. Schiedsstelle hat empfohlen 30%. Klar, man muss einen Kompromiss finden. Wenn man 100% fordert, kriegt man wenigstens 4% mehr. Aber so ist tatsächlich die Herangehensweise. Ja, aber so sind diese Verwertungsgesellschaften. Das ist einfach balla balla. Ja. Deswegen muss man da auf verschiedene Art und Weisen ran. Da braucht sicherlich so Querdenker wie du es bist oder Visionäre, die andere Ideen haben. Ich finde das super, dass es erstmal so was gibt. Ich habe aber schon seit 10 Jahren kein Zettel mehr ausgefüllt bei denen. Also, naja, und dann braucht es sicherlich andere Menschen, die eine alternative Verwertungsgesellschaft gründen und sich da jahrelang nochmal den Arsch für aufreißen. Dann gibt es sicherlich diejenigen, die lobbyistisch die Musiknutzer vertreten. Da gehört vielleicht sogar YouTube dazu, denn die aktuelle Verwertungsgesellschaft, da sind die Politiker aller Bundestagsfraktionen beteiligt an solchen Diskussionen. Die Gesetzgebung zu ändern, die Landespolitik nochmal das vor Ort sich drum zu kümmern und letzten Endes muss man auf ganz vielen Ebenen Thema Projektmanagement, wenn man Projektmanagement ordnungsgemäß betreibt, betreibt man auch mehrere Unterprojekte, Teilprojekte parallel nebeneinander und die Lösung des ganzen Problems ist eben nicht eine Lösung, die 100% liefert, sondern ganz viele Lösungen, die parallel abgearbeitet werden und vielleicht kommen wir irgendwann tatsächlich mal zu einem gerechteren Urheberrecht hin. Also noch eine ganz kleine Ergänzung. Es gibt ja online auch noch eine Problematik und die hat damit zu tun, dass bei YouTube und bei Soundcloud, also zwei Upload- und Streaming-Seiten, es so Default-Voreinstellungen gibt, was Urheberrecht angeht. Und in beiden Fällen ist sozusagen das GEMA, das starke Urheberrecht, ist die Default-Einstellung und es ist nicht Creative Commons. Und man fragt sich ja erstmal, wieso ist das denn eigentlich so? Weil man könnte ja sagen, die müssten doch eigentlich viel besser laufen, wenn es nicht dieses strenge Urheberrecht gibt. Hat aber damit zu tun, dass es einen vorauseilenden Gehorsam gibt und dass dadurch sie garantieren, dass die Stücke nur auf diesen Seiten sind und damit die Nutzer und Nutzerinnen länger auf diesen Seiten bleiben. Das heißt, das sind Geschäftsmodelle, Online-Geschäftsmodelle, die eigentlich dem, was wir hier eigentlich alle uns vorstellen, die sogar bei den Leuten, von denen wir denken, dass sie auf unserer Seite sind, ist es auch nicht der Fall, weil das Geschäftsmodell von denen auch dem, was wir uns wünschen, auch widerspricht. Das heißt, es gibt sozusagen noch weitere Bereiche, wo man auch dran sehen kann, Urheberrecht, das ist restriktiv. Das ist restriktiv, wo man hinguckt. Also das kann man dann von Hand irgendwo in so einem Untermenü kann man das umstellen. Und dann kann man sogar eine Download-Funktion bei SoundCloud. Aber das machen die allerwenigsten. Man sieht erstmal gar nicht, dass man das überhaupt feintunen kann. Ja, meine zweite Frage ist eine ganz konkrete. Und zwar, ich habe einen Text geschrieben für das bekannte Lied Über den Wolken von Reinhard May. Zum Thema Berliner Flughafen, ein etwas kritischer Text und habe das auch schon auf vielen Kleinkunstbühnen gespielt und die Leute liegen jedes Mal am Boden vor Lachen, flippen aus und sagen hinterher, geil, ich muss mir das nochmal angucken, ich muss das jemand anders schicken als Link und so. Ich traue mich einfach nicht, das irgendwo hochzuladen, weil die ganzen rechtlichen Sachen, die da irgendwie geklärt werden müssen, bin ich mir noch nicht so richtig im Klaren drüber. Und ihr habt jetzt viel von Zukunftsvisionen gesprochen. Mich würde mal interessieren, mit euren drei jeweiligen Einstellungen, was könntet ihr aktuell empfehlen für einen Künstler, was man machen kann? Also ich empfehle Künstler, ich bin ja auch Mitarbeiter oder arbeite auch mit beim Musikpool Berlin, wo wir Künstler, Musikerberatung und DJ-Beratung eben auch direkt anbieten. Und also mit solchen Fragen werde ich natürlich häufig konfrontiert. Was mache ich eigentlich, wenn in Johannes Vision gesprochen, ich irgendwelche Geschichten von anderen Künstlern verwerte? Gut, in deinem Fall sind es jetzt nicht 70.200, vielleicht ein bisschen weniger gewesen. Aber was passiert dann eigentlich? Also der erste Schritt, den ich mal gehen würde, wäre einfach, frag bei der Verwertungsgesellschaft nach. Die haben 1.100 Mitarbeiter, da wird ja wohl irgendein Sacharbeiter dabei sein, der dir die Frage beantworten kann.
Das ist die eine Geschichte. Das zweite ist dann, je nach Verwertungsgesellschaft können das auch mal weniger Mitarbeiter sein, aber selbst die GVL wird einen Büromitarbeiter haben, der dem möglicherweise was auch beantworten kann. Und dann letzten Endes einen Juristen fragen, der sich damit auskennt, oder Künstlerkollegen auch fragen, die sich damit auskennen. Viele Fragen sind eben einfach eine betreffende rechtliche Grauzone. Und Johannes hat es vorgemacht, manche Sachen sind sehr eindeutig geregelt, führen aber zu grotesken Aktionen oder zu grotesken Geschichten, dass ein 33-sekündiger Song mit 70.200 Anträgen bestückt werden müsste. In deinem Fall mag es eindeutiger sein, aber ich würde trotzdem die GEMA einfach fragen, anrufen und sagen, wie funktioniert das, gebt mir das bitte schriftlich. Jetzt muss ich dir wirklich natürlich fundamental widersprechen. Ich würde es auf jeden Fall einfach hochladen. Denn das Beste, was passieren kann, ist, dass die dich verklagen. Also und der einzige Punkt, wo du aufpassen musst, ist, du darfst nicht Geld dafür verlangen. In dem Moment, wo du selbst eine Ware draus machst, da wird es problematisch. Da sagen die, okay, du machst ein Geschäftsmodell ultimativ eventuell auf der Idee von jemand anders. Das ist jetzt alles in Anführungszeichen, weil das ist nicht meine Meinung. Das ist sozusagen die herrschende Rechtsprechung. Wenn du aber selbst das nicht finanziell auswerten willst, sehe ich erstmal gar kein so ein großes Problem. Wenn die jetzt kommen würden und dich verklagen würden, dann würde nämlich der Kreidler-Effekt eintreten. Hättest du eine riesen Öffentlichkeit plötzlich dafür und es gäbe eine Diskussion und das wäre ja zum Beispiel auch total gut und ultimativ kannst du auch immer sagen, okay, dann nehme ich es wieder runter, ich habe eh keinen Cent damit verdient, das war gar nicht der Punkt für mich. Also so würde ich das machen. Und wenn du es in China oder in Russland oder wo auf eine Webseite hochlädst oder hochladen lässt, dann kannst du, also wenn das alles zu stressig ist, dann kannst du total ruhig schlafen, versprochen. Ja, also ist ja schon mehr oder weniger beantwortet die Frage, du darfst es natürlich nicht hochladen, ne? Du darfst es live aufführen, ist klar, jeder Mensch ist oder darf Lieder nachspielen öffentlich, du musst dann auf den GEMA-Bogen, den du ausfüllen musst, natürlich dann reinschreiben, dass es von Reinhard May ist, und du kannst aber bei der GEMA dich melden oder beim Management von Reinhard May und kannst fragen, ob du eine Bearbeitung machen darfst, dann wirst du sogar urheberrechtlich beteiligt, weil du nämlich selber einen neuen Text dazu schreibst. In der Regel ist es relativ schwierig, weil viele Künstler sich dagegen stellen, aber das muss ja nicht heißen, also Reinhard May, der kommt ja aus einer Ecke, wo man ja vielleicht denken könnte, mit dem wäre das vielleicht okay, ist die Frage, wie viel er zu sagen hat seinem Verlag gegenüber, ist dann auch wieder die Frage, aber das würde ich auf jeden Fall dir empfehlen. Als Vertreter der C3S und dann kann man natürlich, wenn man sowas aufführt und das auch ordentlich an der GEMA, an die GEMA meldet, man kann es ja auch nicht ändern, wenn das jemand mitschneidet und ins Internet stellt. Aber du solltest das nicht sein. Ich hätte eine Frage, und zwar bin ich auch heute als ABC-Schütze hergekommen, ABC des freien Wissens, und ich habe ja auch einiges gelernt, was ich vorher so vielleicht noch nicht wusste und nicht kannte. Wenn ich als Wikipedia-Autor tätig bin und gucke auf meine Benutzerseite, dann steht da immer, du bist in so und so vielen Projekten aktiv und alles in Ordnung, wenn denn alles in Ordnung ist. Und nun gibt es Wikiquote und Wiki-Voyage und Wiki-irgendwas. Da wir ja bei Wikimedia Deutschland sind, gibt es denn schon ein Wikimusic? Ist da irgendetwas in Gange oder kann man dazu was sagen? Oder läuft das allem zuwider, was wir da eben gehört haben? Oder kann der eine oder andere sich mit so einem Denkansatz auch anfreunden? Darf ich kurz was dazu sagen? Es gibt ein Projekt, das Musikwiki. Da geht es tatsächlich um ein Wiki für Noten und Partituren und so. Und die haben uns auch kontaktiert vor einer Weile und wir wollen uns mit denen zusammensetzen jetzt in nächster Zukunft und mal gucken, was man da so machen kann. Das finde ich auf jeden Fall ist eine super Idee, weil ich habe selbst schon sehr oft im Internet nach Noten oder Partituren gesucht, die ich auch in keinem Notenladen mehr gefunden habe oder so. Das ist natürlich schade, weil dadurch natürlich auch viel Musik verloren geht über die Jahrhunderte oder was. Und das ist ein konkretes Projekt. Gut, ich denke, das waren die Fragen. Möchtet ihr noch kurz was zum Abschluss sagen? Ich würde dann jetzt hier
die Runde beenden, dass wir auch beim Getränk noch für verschiedene Sachen klären können. Habt ihr noch irgendein Schlusswort oder sonst würde ich oder möchtet ihr das lieber beim Getränk individuell machen? Ich bedanke mich noch beim Auditorium, bei den Leuten im Internet und sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Ja, also ich kann auch nur sagen, es muss einfach gerechter zugehen in der Nutzung von Musik auch. Ne? Also es kann nicht sein, dass alles immer am Geld hängt. Man kann nicht von jemandem aus einem, Schwellenland denselben Betrag verlangen, wie von jemandem, der monatlich 3.000 Euro auf sein Konto kriegt. Das geht nicht. Also man muss irgendwie gucken, dass es einen Interessensausgleich gibt und dass es von der Politik stärker berücksichtigt wird, dass es unheimlich viele Interessengruppen gibt, die eben nicht in der Lobby sitzen, die mit ihnen ständig Kaffee trinken geht. Also man muss einfach auch die vielen, vielen Menschen berücksichtigen, die nicht unbedingt viel Geld haben, die nicht zum Beispiel einen Internetanschluss haben. Wir denken immer, Netzzugang ist so eine Sache, das hat doch jeder. Das ist nicht so. Das ist überhaupt nicht so. Das ist bei uns so, aber es gibt viel, viel mehr Menschen auf der Welt, die in der Landwirtschaft tätig sind, als solche, die irgendwie am Internet hängen. Also und da wünsche ich mir von der Politik einfach ein bisschen mehr die Anerkennung für die Wichtigkeit dieser Thematik, weil immaterielle Güter und geistiges Eigentum wird uns die nächsten Jahrzehnte definitiv begleiten und wir müssen aufpassen, dass es nicht in den Händen einiger weniger Rechteinhaber und deren Vertretern landet. Also da müssen wir auch dafür kämpfen, ne, damit freie Kultur auch morgen noch eine realistische Möglichkeit ist, die sie heute noch ist. Kurzes Schluss, ja. Danke. Kurz, das war jetzt kurz. Okay, es gibt ja ein paar Länder auf der Welt, die uns das vormachen. China, Russland, Indien zum Beispiel. Und von denen müssen wir lernen. Das ist die einzige Möglichkeit. Ansonsten habe ich den Eindruck, man wird sozusagen, es wird weiter ganz viele solche Runden geben und eventuell, dann kann man hoffen, vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Man kann immer wieder gucken, ob es klappt oder nicht klappt. Dauert zu lang. Gut, dann vielen Dank für die interessante Diskussion und dann geht's zu den Drinks da hinten.